So, einen wunderschönen guten Morgen, KingSo2A. Ich dachte schon, ich bin heute komplett alleine hier im Stream. Schön, dass du am Start bist. Moin, will gern live dabei sein, aber in der Schule, ja, Schule ist auf jeden Fall wichtiger. Ist auch eigentlich heute wirklich eine blöde Zeit, wann ich live bin, aber ich bin auch heute zweimal live, um das mal vorwegzunehmen. Wir gucken uns nämlich heute Abend um 18 Uhr nochmal gemeinsam den chinesischen Trailer zu Godzilla Kong an und analysieren das Teil dann wirklich bis ins kleinste Detail. Also jede kleine Stelle wird dann eben von uns analysiert. Allerdings habe ich gerade irgendwie einfach Bock drauf bekommen, mal eine Runde Jurassic World Evolution 2 zu zocken und dachte mir, das kannst du auch einfach live machen. Wie gesagt, eigentlich mit dem Hintergrundgedanken, dass ich jetzt eher alleine hier sitzen werde, weil um 9:25 Uhr, ja, ist jeder normale Mensch am Arbeiten in der Schule, in der Uni oder ähnliches. Nur ich bin es nicht. So. Guten Morgen, Shorty. Guten Morgen, Jules. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid fit. Und seit der Erkältungswelle entkommen. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon mal gesagt. Allerdings werden um mich herum alle Menschen gerade irgendwie krank. Sehr, sehr seltsam. Okay, perfekt. Erster Urlaubstag und Tobi geht live. Bestes Leben. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall schön, dass du Urlaub hast. Wie lange hast du denn jetzt Urlaub? Ich schätze mal so eine Woche, ne? Das ist irgendwie so das Standardding, obwohl viele auch 2 Wochen nehmen. Allerdings, ich habe das immer wieder auch im Freundeskreis, dass Leute ihren Urlaub so extrem früh verschießen, dass die dann quasi am Ende des Jahres davon nichts mehr übrig haben. Ja, und gerade zum Ende des Jahres hin, finde ich, macht Urlaub dann doch irgendwie auch Sinn, obwohl es auch Urlaubssperren gibt, viele, ne, gerade im Einzelhandel, um die Weihnachtszeit rum. Aber ja, okay, ich bin jetzt hier gerade nochmal kurz am Rumfriemeln minimal. Wir starten aber sofort in das Spiel mit rein. Ja, was machen wir jetzt heute? Ich habe mir gedacht, wir beginnen noch einmal die Mission, uns einen geilen Park aufzubauen. Denn ich habe ja letztes Mal auch mal eine Umfrage an euch weitergegeben. Was ist denn die größte Map in Jurassic World Evolution 2? Und da habt ihr mir gesagt, ey, nimm diese quadratischen Maps. Die sind jetzt nicht unbedingt größer vom Volumen her, aber die haben einfach diese komischen Verwinkelungen nicht drin. Die sind eben einfach quadratisch. Und das will ich jetzt mal ausprobieren und dann mal schauen, inwiefern ich da jetzt einen ansatzweise geilen Park irgendwie reinsetzen kann. Ja, das wäre auf jeden Fall jetzt irgendwie der grobe Plan. Dabei können wir gerne ein bisschen über das ein oder andere Thema quatschen. Und dann, wie gesagt, bin ich heute Abend auch nochmal um 18 Uhr live mit Godzilla Kong, dem Chinese Trailer, wo es, glaube ich, sehr viel Diskussionsbedarf gibt. Gerade was die Größe von Chimo angeht, da, das ist, ey, was da für Diskussionen abgehen zum Teil. Gut, dann würde ich sagen, switchen wir einfach rüber in die Gaming-Maske. Ich habe das Ganze schon mal angefangen zu erstellen, nicht wundern. Ich habe mich jetzt hier für Kanada entschieden, weil Kanada ist irgendwie so, keine Ahnung, so ein Traumziel von mir tatsächlich. Also wenn ich irgendwann mal auswandern sollte, dann wäre es Kanada. Kanada ist so mein Traumland. Das ist von der Landschaft her, Natur, ist so genau mein Ding. So. Das heißt, deswegen habe ich mir gedacht, Kanada ist einfach so das optimale Ziel, wo wir jetzt unseren Park aufbauen, den wir allerdings nicht Jurassic Park und auch nicht Jurassic World nennen werden. Wir werden uns da einen komplett neuen Namen ausdenken. Welchen weiß ich aber noch nicht. Zock ruhig, ich bin gerade erst wach geworden und jetzt brauche ich einen Kaffee und guck dir zu. Dann auf jeden Fall, ey, Kaffee, ganz wichtig. Habe ich auch hier am Start. Ich vergesse als, dass wir erst 9:30 Uhr haben. Ich bin heute schon wieder seit 4 Uhr wach. Es ist total krass, wenn du um 4 Uhr wach bist, dann verraffst du so voll krass die Zeit dann irgendwie, naja, später. Jurassic City, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, der Punkt. Mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Okay. Wie mache ich das Ganze jetzt am schlausten? Ich würde sagen, ich setze mir mal die Kopfhörer auf und dann starten wir jetzt hier unsere Runde in unserem Jurassic. Denkt euch irgendwas aus. Jurassic Island würde nicht ganz passen.
Wir überlegen uns da gleich was Schönes. Jurassic Mountains oder so ein Scheiß. Das würde ganz gut passen. Oh, Kanada. Ich bin so ein Kanada-Freak, ey. Okay. Das Vögelzwitschern im Hintergrund. Die Ebenen, die weiten Ebenen. Außerdem ist Kanada auch so das perfekte Land, obwohl da ist, glaube ich, Neuseeland sogar noch ein bisschen geiler. Die perfekte Mischung aus flachem Land und eben aber auch Hügeln, also Bergen. Ne? Mit sowas wie Österreich kannst du mich eigentlich jagen. Österreich ist ein super schönes Land, ja, aber auch nur optisch so. Das ist, die Berge sehen zwar geil aus, aber wenn du von A nach B willst, fuckt es unglaublich ab. Weil diese Berge hoch und runter zu fahren, da musst du alles in die Kurven, langsam Gas geben, bremsen, Gas geben, bremsen. Das ist so eine Tortur. Deswegen, ja, so ein schönes Gemisch aus flachem Land und Bergen ist schon ziemlich geil. Und jetzt ein Meeting, ich schaue nachher wieder rein. Alles klar, sag dem Meeting, die sollen ein Abo da lassen. Bis später. Gut. Jurassic Leaf, das hört sich auch geil an. So eine Anleihung an The Hidden Leaf, wenn du Naruto kennst. Ja, und Jurassic Leaf finde ich geil. Das kann man schon mal, kann man das irgendwie markieren? Das ist erstmal jetzt hier die. Das ist der Name, der aktuell im Raum steht. So. Der bleibt da oben angeheftet. Perfekt. Das wird safe nicht der neue Film heißen, Jurassic City. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar. Habe ich das Video noch nicht hochgeladen? Nee, habe ich noch gar nicht hochgeladen. Ah, wie dumm. Da habe ich so ein paar Infos zu Jurassic World zusammengetragen zum neuen Film. Aber ich habe es noch nicht hochgeladen, glaube ich, weil es einfach aktuell wenig Menschen interessiert. Jurassic City ist nicht mehr der offizielle Titel. Das wurde jetzt bestätigt, dass das nicht der Titel sein wird. Also, das heißt nicht Jurassic City. Gott sei Dank, ey, stellt euch das mal vor. Aber Jurassic Leaf finde ich eine schöne Sache. Dann gucken wir doch mal, wo wir hier anfangen, erstmal zu bauen. So, das Ganze ist jetzt hier auch relativ groß. Ja, da hast du schon ordentlich Platz. Wenn ich mich jetzt nicht ganz bescheuert anstelle, kriegen wir das sogar hin, das alles relativ akkurat da drauf zu bauen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man aber trotz allem hier diese Begrenzung hat. Warum kann ich jetzt hier nicht einfach weiterbauen da oben? Das haben die wirklich bei Jurassic Park Operation Genesis ein bisschen geiler gemacht, weil da konntest du halt wirklich auch noch hier an diese Kanten ran. Und das Ding ist ja trotzdem ein Riesenquadrat. Dann hätte man ja hier einen Strich ziehen können oder. Okay, ist vollkommen wurscht. Lasst uns den Eingang und damit kann ich mir jetzt eventuell schon einen relativ akkuraten Park ein bisschen vermiesen, ich weiß aber nicht genau, dass wir jetzt hier in die Schräge den Eingang bauen. Einfach aus dem Grund, da man ja hier vom Wasser kommt und dann eben hier landen sollte. Das ist der Grundgedanke dahinter. Ich finde die Begrenzung echt blöd. Ja, ich weiß, was du meinst. Die sind halt ein bisschen zu störrisch eingezeichnet, aber auch ohne Grund. Ich habe keine Ahnung, warum man sich dazu entschieden hat, das so zu machen. Okay. Dann gucken wir mal nach den Gebäuden für die Gäste. Ich bleibe erstmal im Jurassic Park-Stil, habe jetzt aber alles andere auch noch mitgenommen, um zu gucken, dass man da später vielleicht noch ein bisschen was variiert. Man könnte den Park auch irgendwie so einteilen, dass wir eine moderne Hälfte des Parks haben und die andere Hälfte dann eben im Jurassic Park-Stil oder sowas. Genug Platz haben wir ja auf jeden Fall. So. Schutzbunker haben wir, kleines Hotel haben wir, Kletten haben wir, großes Hotel haben wir. Wir brauchen allerdings eine Landeplattform. Schutzraum, bin ich gerade auf dem Holzweg? Für die Ankunftsplattform, oder sind die gar nicht bei Gebäuden gewesen? Ey, ich check's gerade nicht. Doch, da oben sind Gebäude. Ach, wie dumm. Entschuldigung. Ich dachte, wir wären auf Gebäude schon längst drauf. So, der Ankunftsort wird auf jeden Fall im Jurassic Park-Stil gebaut.
Wenn man hier jetzt mal schaut, wie klein das wirklich ist, da haben wir ja echt massig Platz jetzt. Das ist schon krass. War als Anspielung das Ahornblatt der Kanadier gedacht. Und als Wortspiel im Sinne von Leaf, als das ist natürlich sehr krass und sehr clever. Und sehr düster, wenn man das Ganze so sieht. Jurassic Leaf. Rennen Sie um Ihr Leben. Okay. Das heißt, hier kommen unsere Gäste erstmal an. Es gibt übrigens keinen Weg, den ich wirklich schön finde in diesem Spiel. Da ist der vielleicht noch am ehesten was. Zumindest jetzt hier für so eine Eingangsmeile, die man hier mal aufbauen könnte. Ja. Ist grob in Ordnung. Ich mag halt hier auch diese Huppel da in der Mitte jetzt nicht so. Aber das kann man gleich sehr gut kaschieren. Dann gucken wir mal, dass die Gäste auf jeden Fall, wenn die in den Park kommen, erstmal auch irgendwas zu sehen oder zu tun bekommen. Wieso haben wir bei Jurassic World automatisch mehr Gebäude als bei Jurassic Park? Ich dachte, das wäre relativ ausgeglichen. Okay, dann klappt mein Plan gar nicht so, wie ich das Ganze vorgehabt hatte. Biosyn-Schutzräume sehen aber ganz cool aus. Ist das von Biosyn? Ja. Die gefallen mir doch ganz gut. Das könnte man dann gleich mal hier an die Seite dran bauen, obwohl vielleicht so ein Schutzraum eher was wäre. Was dann doch ein bisschen mehr abseits wäre. Ja, dann bleiben wir aber auch bei den Wegen hier, dass das einigermaßen gut aussieht. Auch dass die Bäume halt hier komplett verschwinden, ist auch scheiße. Das kann man alles gleich wieder selber nachträglich dran bauen. Okay. Nein, Glück, hab's schon geahnt, dass der neue Film nicht so heißen wird. Ey, ich war mir da echt nicht so sicher, ob das nicht doch passieren würde. So, mit dem Hintergedanken, lass mal jetzt irgendeinen Namen nehmen, der komplett aus dem Rahmen rausfällt. Da ist irgend so ein Marketing-Dulli einfach am Werk, der sich denkt, wir müssen jetzt irgendwas voll Kontroverses nehmen. Das hätte schon ganz gut sein können. Okay, für die Gäste, wo haben wir denn jetzt... Oh, das sind die Malta-Dinger hier. Toiletten sind ja krass. Das sieht mehr aus wie eine Ruine. Das nehmen wir mal lieber nicht, bevor es dann wieder heißt kulturelle Aneignung. Wir gehen einfach mal nach hier unten. Und wieso kann ich denn noch keine Einkaufsmöglichkeiten für die Leute bauen, für die Gäste bauen? Ich muss mich hier gerade erstmal so ein bisschen durchwursteln. Kontrollzentrum. Hier haben wir das Besucherzentrum. Das würde ich sogar sagen. Kriegen wir das irgendwie da am Ende dran? Ja. Genau. Dass das hier jetzt erstmal die Eingangsmeile wird, mit Einkaufsmöglichkeiten, mit Toiletten, mit dem ganzen Klabumsch, dann hat man eben hier noch die Möglichkeit, erstmal ins Besucherzentrum zu gehen. Und von hier aus gibt es dann eben die verschiedenen Wege in den Park rüber. Genau. Ich glaube, das müsste eigentlich ganz cool aussehen. So. Ah, das ist ja, okay, Moment. Wir können ja gar nicht da dran, wir müssen ja hier an die Seiten dran, ne? Das Besucherzentrum, ey. Naja. Das kriegen wir aber auch hin, indem wir hier einfach komplett nach hinten gehen. Und dann hier dran. Und dann machen wir das einfach hier genauso, würde ich sagen. Komplett einmal durch. Und dann hier an die Seite dran, damit es akkurat aussieht. Das ist doch wunderschön.
Sieht sogar ein bisschen so aus wie ein Pfeil, der nach oben zeigt, der dann quasi in den Park zeigen würde. War jetzt nicht gedacht, aber ist schon geil. Okay. Die ganzen Verzierungen, auf die warte ich nochmal. Warum kann ich denn jetzt aber nochmal hier keine Hotels oder ähnliches hinbauen? Und da haben wir es doch, Einkaufsmöglichkeiten, da ist es doch. Wieso gibt es das hier nicht? Manchmal ist das Game echt komisch. Dann nehmen wir einfach jetzt mal hier die kleine Einrichtung. Und setzen die hier an die Seite dran. Das Ganze konfigurieren, das machen wir dann gleich, wenn wir mit der Einkaufspassage hier fertig sind. Toiletten werden aber auf jeden Fall im Jurassic Park-Stil gebaut. So, und dann hier dran gesetzt. Könnte man einmal auf die Seite setzen. Und dann auch nochmal auf die andere Seite direkt gegenüber. Obwohl ich weiß nicht, will man, wenn man einen ewig langen Flug auf sich nimmt und man dann aus diesem Ankunftsgebäude hier rauskommt, dann nicht erstmal irgendwas Prachtvolles sehen und nicht zwei Toiletten? Ich glaube, wir bleiben doch dabei, dass die Toiletten einfach hier daneben kommen. Einmal da. Und einmal da. Der Ankunftsort, der muss irgendwie ein bisschen spezieller aussehen, bin ich der Meinung. Oh ja, und zwar, wir haben doch durch dieses eine Update, haben wir doch noch so... Da, das sowas hier bekommen. Das ist doch eine schöne Sache. Das gefällt mir gut. Es ist zwar... Ein Eingang ein bisschen doof. Nee, doch nicht. Das machen wir. Das kommt hier hin. So. Und später, wenn es in den Jurassic Park selber geht oder in Jurassic Leaf, dann haben wir das hier. Ist der falsche Name zwar drauf, aber das kann man hier auch nicht großartig ändern. Genau. Haben wir sogar eine John Hammond-Statue, die ist aber auch neu. Der Hubschrauber hat keine Toiletten. Ja, das stimmt schon, aber die Leute werden es ja wohl schaffen, von hier bis nach da zu laufen, ohne sich in die Hosen zu pinkeln. Das sollten die hinkriegen. Wir müssen jetzt hier erstmal einen schönen Begrüßungsdings reinbauen, ne? Ach, spiegeln kann man die aber auch nicht, glaube ich, ne? Das wäre es jetzt noch gewesen. Hätte man die noch spiegeln können, die Dinosaurier. Hätte mir das noch ein bisschen besser gefallen. Nee. Wir hatten auch mal das Spinosaurus-Skelett auf der Seite. Na komm. So, du kommst hier raus und siehst dann erstmal das. Da kommt jetzt noch ein bisschen was drumherum. Aber ich finde dieses ganze When Dinosaurs Ruled the Earth zum Anfang ist schon mal ganz cool. Der Spinosaurus guckt hier halt den T-Rex an. Ich weiß aber jetzt nicht, ob man den vielleicht sogar umdrehen sollte. Dass der mehr in Richtung Eingang guckt. Weil so kommen wir raus und sehen hier erstmal den Arsch vom Spino. Er sollte vielleicht Richtung Eingang schauen. Na, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Es wird jetzt hier auf jeden Fall eine halbe Doktorarbeit mit diesem Park werden.
Aber ich will, dass das schon schön aussieht. Man kann auch sagen, dass man den, was ist denn das hier, ein Apatosaurus, ein, auf jeden Fall das Skelett da hinsetzen würde. Oder wir machen es halt ganz akkurat und setzen einfach zwei T-Rexe dahin. Dann können wir uns die beiden nämlich nochmal aufheben für später. Und machen das erstmal so gegenüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu schon fast steril rüberkommt. Nee, es hat was. Also ich finde, es hat was. Oder? Jetzt mal ganz ehrlich, es passt doch so. Finde ich eine ganz coole Sache. Und dann betrittst du erstmal diesen Park hier. Müssen wir natürlich darauf achten, dass wir aber auch Kanada, naja, treu bleiben, ne, von der Umgebung her. Das sind, gibt's hier nicht auch noch in Größe? Wald. Die sind aber auch sehr klein aus die, na, das passt. Das sind die richtigen Bäume. Genau. Kanada und Natur geht nämlich Hand in Hand. Es kommen da keine Bäume mehr bei raus. Okay. Über die Dekorationsfunktion habe ich allerdings auch noch so Bäume, aber die sind dann so überdimensional. Nee, auch nicht, das geht auch. Was haben wir denn jetzt hier für ein Ding? Das ist nur ein Busch. Hm. Das sind hier eher so Bäume, ne? Das sind jetzt die hier aus Bios, sind die Dinge. So, dann gucken wir mal kurz, ob das irgendwie auch so einen kanadischen Flair hinbekommen hat. Dass man eben einfach hier nicht komplett rausguckt, sondern du kommst quasi hier raus und hast dann wie so einen Rahmen, der auf die Berge zeigt. Mit den Bäumen ist es eigentlich eine ganz schöne Sache. Das klappt doch relativ gut. So, dann brauchen wir allerdings noch kleine Lichter für die Leute, die hier abends ankommen. Da haben wir doch die Dinger hier. Die sind eigentlich perfekt dafür gedacht. Na, jetzt sehe ich halt nur selber nichts mehr. Eins. Na. Zwei. Drei. Ja, hier das Gegenübersetzen ist auch immer so ein Problem. Da bräuchte man noch irgendwie so eine Skala, die mir jetzt anzeigt, okay, ab jetzt ist das Teil direkt gegenüber von dem anderen Teil. Das wäre cool, wenn es das hier noch geben würde. So muss man halt ungefähr abschätzen, aber das passt, glaube ich. Ja, hier nicht ganz, aber muss man jetzt eben mit Augenmaß ein bisschen ran. So. Das da oben kann man nochmal kurz ein Stück verschieben. So. Okay. Dann haben wir eben noch hier den Weg rüber zum Schutzraum von Biosyn. Da oben haben wir auch noch so Schilder. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie einen gibt, was auch zu den Schutzräumen führt. Wahrscheinlich aber eher nicht, ne? Hm. Natürlich nicht. Doch, Moment, was haben wir denn hier oben? Besucherzentrum Wegweiser, das kann man doch schon mal nehmen. Ja, nein, aber nicht dahin stellen. Machen wir gleich wieder weg. Der Besucherzentrum Wegweiser
Sollte man den so in die Mitte stellen oder ist das blöd? Ich meine, er ist immerhin doppelseitig, ne? Nee, das ist doch bescheuert. Der kommt auf jeden Fall an die Seite, komm. Den stellen wir nicht dahin. Würde ich einfach sagen, packen wir das Teil und... Ja, stellen das einfach mal hier an die Seite. Und das Ding halt hier gegenüber. Das kann sogar ein bisschen näher dran. Dass es nicht zu weit im Nirgendwo steht. Und dann kann man sich daran orientieren, wo das Besucherzentrum ist. Obwohl der hier ist ein bisschen schief. Was ist denn da jetzt passiert? Ja. So. Haben wir hier auf jeden Fall die Schilder für das Besucherzentrum schon mal aufgestellt. Dann fehlen jetzt aber auch noch Schilder. Für die Ostdocks haben wir halt hier nicht. Für die Ankunftsplattform. Ich hätte halt echt gern irgendwas gehabt für den Schutzbunker hier. Aber dann geht das eben erstmal nicht. So, das sind jetzt hier nur Pflanzen wahrscheinlich. So, was haben wir jetzt hier noch für Sachen? Das ist eine Auskunft. Nee, das ist quasi für die. Na, für die Flugsaurier, glaube ich. T-Rex-Gehege. Die kleinen Toiletten, die sind halt auch geil. Aus dem Originalfilm. Auch die Schutzbunker aus dem Original Jurassic Park Film. Na, ich finde, das sieht irgendwie gar nicht mal so verkehrt aus. Da könnte man jetzt hier das so aussehen lassen, als wäre hier irgendwas am Machen. Ist da noch irgendwas, was besser? Das hier? Nee. Das passt am besten. So, als würde einfach irgendwas gerade passieren. Das ist nie verkehrt. Bisschen Action mit einbauen. Das ist nur für die Lagune und das hier sind alles mal so ein bisschen durchgewürfelt anscheinend. Okay, dann bauen wir jetzt hier erstmal unsere Passage weiter. Und da finde ich ja tatsächlich das Spiel Prehistoric Planet so ein bisschen mehr Prehistoric Kingdom, sorry. Hat da ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten, den Park noch ein bisschen schöner zu machen. Da fällt hier relativ viel weg. Wir haben einfach nur kleine Einrichtungen, mittelgroße Einrichtungen, große Einrichtungen. Ende. Das ist ein bisschen arm. Schutzraum, kleines Hotel, Toiletten, da gibt es ja gar nichts. Hier haben wir dann noch was, Schutzraum, Hotel, okay. Die Hotels würde ich aber sehr gerne auch eher ein bisschen weiter abseits bauen. Dann bleiben wir eben hier bei den Einrichtungen. Ja, und setzen die einfach nochmal hier an die Seite dran. Soweit es jedenfalls geht. Kleines Hotel. Ja, und dann eben noch hier die große Einrichtung. Kann man dann hier nochmal an die Seite dran setzen. So. Gut. Und dann haben wir hier auch dann den Weg rüber zum Besucherzentrum. Wir könnten jetzt sagen, dass wir hier sogar noch so Abgrenzungen reinmachen.
Ich weiß nur nicht, ob das dann ein bisschen zu gequetscht alles aussieht. Wenn man da quasi so einen Gang dran macht, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu... Nee. Das finde ich blöd, aber wir können wenigstens schon mal so Springbrunnen mit hier einbauen. Und die machen wir einfach gegenüber von den verschiedenen Einrichtungen. Was haben wir denn ganz da vorne nochmal für einen gehabt? Das waren hier. Das heißt, den haben wir auch noch nicht. Und dann kommt der dann eben noch auf die Seite hier. So. Okay, Bänke haben wir sogar auch noch. Die würden tatsächlich dann eher auf die Seite hier passen. Oder man setzt die einfach hier auf den Bereich. So. Hatten wir nicht auch mal irgendwo hier Laternen noch gehabt? Dabei Licht wahrscheinlich. Was ist denn das hier unten? Beleuchtung, ja. Die haben auch nur so riesengroße Dinger, ne? Da gibt es irgendwie keine. Das hier vielleicht. Auch so komisch groß. Das wollte ich nicht. Ah, ich kann die Farbe davon... Ich kann das echt noch ändern, okay? Das können wir später auch nochmal machen. Das habe ich noch gar nicht gesehen, die Funktion. Das ist interessant. Dass man das dann irgendwie so dazwischen setzen könnte, höchstens noch. Ob das allerdings abends jetzt genug Licht spendet, kann ich auch nicht sagen. Es sieht ein bisschen... Naja, ein bisschen... sparsam aus. Machen wir das einfach mal noch auf die Seite und auch hier noch eins auf die Seite. Genau. Guten Morgen, alles fit? Bei mir ist alles fit, ja. Wie geht's dir so? Bei dir auch alles fit? Hast du das neue DLC für Jurassic World Evolution 2 geholt? Ja, das habe ich schon. Das haben wir ja auch schon mal gezockt, haben es ein bisschen ausprobiert. Ja, wenn wir jetzt dann hier noch zum Dinosaurier bauen kommen, dann werden wir auf jeden Fall auch ein paar Leuchtesaurier reinbauen. Das brauchen wir hier, glaube ich, auch. So, das kann man erstmal so lassen. Wir müssen dann allerdings hier noch ein bisschen den Bereich... Wie machen wir den denn am besten? Mit Sand? Sieht das nach was aus oder ist es dann ein bisschen zu random, wie ihr sagen würdet?
Hätte das jetzt hier irgendwie so eine leicht. Der Sand ist ein bisschen dunkel, aber finde ich, ne? Ja. Obwohl, man könnte das tatsächlich dann auch noch hiermit so ein bisschen abschmücken. Dass wir hier noch so kleine Grenzen haben. Für die Areale, an denen man eben was essen kann. So. Na komm, da passt noch einer rein. Das wäre dann eben hier so die Futtermeile. Dann brauchen wir aber auch noch ein paar Tische. Sonst sieht das alles zu kalt und zu leer aus. Tische haben wir, glaube ich, hier gehabt. Nee. Dann waren die hier. Ja. So, dann kommt nämlich dann hier noch. Zack. Zack. Und zack. Und dann setzen wir hier noch, zack, und zack. So. Ist doch gar nicht mal so verkehrt. Bei mir auch, nebenher am Schlafen und wenn ich dann mal ein paar Minuten hab, deinen Stream schauen. Hab mir ein paar DLC erst gestern geholt. Das DLC erst gestern geholt. Und muss mal schauen, bin echt gespannt. Nebenbei, du machst echt super Videos, vielen Dank dafür. Vielen Dank auf jeden Fall für dein Lob. Ja, dann schlaf du halt mal nebenher, ne? Warum bist denn so müde? Was dann los? Und das DLC, ich find's nett. Das ist wirklich, also jetzt gerade für die 8 Euro machst du da eigentlich nichts falsch. Es sind halt nette Dinosaurier-Designs, aber auch nicht wirklich mehr, ne? Das sind Designs von Dinosauriern. Umgebung. Boah, jetzt hier die große Frage, weil ich ja eben gerade auch hier wirklich alles relativ akkurat gebaut habe. Gerade hier am Anfang mit 2 T-Rexen. Bauen wir jetzt jedes Restaurantstück genauso wie das oder machen wir andere daraus? Du hast ja aber auch nicht so viele Möglichkeiten, das irgendwie anders aufzubauen, glaube ich. Höchstens von der Art und Weise, wie ich was aufgestellt habe. Bin ich gerade wieder verwirrt, ey, da unten muss ich hin. So. So, hier haben wir jetzt ja 2 schräge Tische genommen. Da könnte man halt hier höchstens sagen, okay. Hier machen wir jetzt einfach die Tische. Mal so aneinander. Zack. Obwohl das hier auch wirklich größer werden könnte eigentlich. Das ist jetzt hier so das größte Ding mit der kleinsten Einkaufsmeile. Ist logistisch sehr doof gewählt, was ich hier jetzt gerade mache. Aber wir müssen jetzt trotz allem gucken, dass das wenigstens in irgendeiner Variante, in irgendeiner Art sich voneinander abhebt. Dass wir verschiedene Varianten dieser Essensbereiche einfach bauen. Und erstellen. So, was haben wir denn hier? Das wäre auch was Feines für die Bänke eigentlich, ne? Ja, ist aber auch wieder so riesig. Warum ist im Jurassic Park alles so gigantisch groß? Oh, die sind auch schick. Kann man das hier vielleicht dann noch so... Gibt's die... Ja, sowas hier. Dass man das noch so zwischen die Tische stellt, dass die auch was sehen, wenn es dunkel wird. Ja. Ja, 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 ja. Da vielleicht noch eins hin. Ich muss mir das mal ganz kurz anschauen, wie das in der Nacht aussieht. Da um, nee, zurück, nein. Zurück, Umgebung, Dämmerung, Nacht.
Du hast geschrieben nachher am Schaffen, nicht am Schlafen, ey, Mann, sorry. Das war grad mein Fehler. Wir haben keinen Strom im Park, sehe ich gerade. Oh. Huch. Aber das passt doch hier perfekt von der Beleuchtung her. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn man jetzt hier was essen geht, ne, so ein bisschen im hohen Gras, ist halt wahrscheinlich sehr viele Zecken, die es hier gibt, aber wir verkaufen auch sehr hochwertiges, teures Anti-Zecken-Spray, was man hier einfach braucht, damit man sich keine Krankheiten einfängt. Aber vom Licht passt das doch super. Zieht das Licht Mücken an? Ja, definitiv. Ich hasse den Sommer. Ich schwör's euch, das ist einfach alles im Sommer, geht mir so tierisch auf die Nerven. Aber das soll ja meine Gäste nicht davon abhalten, sich hier wohl zu fühlen. Ein kleines... Oha. Das ist ein kleines. Okay, perfekt. Ach, das ist so ein Ding. Ah, okay, nee, das brauche ich nicht. Den Park werde ich hier auf gar keinen Fall mit diesen Stangen zumüllen. Dafür habe ich jetzt ja extra... meine Ressourcen auf unbegrenzt gestellt. Und schon haben wir alles versorgt. Optimal. Bin mal kurz weg. Ja, alles klar, kein Thema. Ich mach so lange hier weiter. Frisch und munter. Okay. Also, Nummer 1 haben wir fertiggestellt. Hier kann man jetzt auf jeden Fall schön speisen. Es ist von der Aufmachung her nicht ganz akkurat, also nicht ganz perfekt, aber es ist jetzt auch, das macht ja nichts. Man könnte höchstens das und das jetzt hier noch abreißen und ich glaube, das mache ich auch einfach mal für meinen inneren Monk. Muss das raus und das muss raus. Ja, okay. Hätten wir das auch geklärt. Hier müssen wir jetzt erstmal noch gucken, dass wir noch ein, zwei Tische hinten dran stellen. Für die Besucher. Man könnte... Haben wir nicht aber noch irgendwelche anderen Arten von Tischen oder gibt es hier wirklich nur diese zwei? Wir haben noch Liegen, wir haben noch hier so Kantinentische. Nee. Nee. Die kommen da schon mal nicht hin. Dann nehmen wir einfach die nochmal. Aber diesmal kommt da noch so eine Reihe mit schrägen Tischen hinten dran. Die aber dann genau an die Regenschirmtische angepasst sind. Oh. Und zwar so. Die Umgebung ändern. Das bleibt natürlich jetzt hier auch beim Sand. Das kommt hier wieder mit dran. Den Sand erkennst du halt hier auf der Karte fast überhaupt nicht. Ja, ist auch nicht sehr viel besser gemacht, aber... Da kennst du wenigstens einigermaßen, wo du jetzt Sand hingebaut hast. Oh, ich habe gerade Gras. Sehr gut, ey, sehr gut. Das brauche ich hier natürlich. Schön sandige Flächen. Na, es geht halt wirklich nur bedingt. Das ist ein bisschen schade. Du baust den Park und ich schraube Autos. Ja, das hört sich aber so... Keine Ahnung, ey. Ich bin so nutzlos. Du machst irgendwas Produktives. Ich baue einen Park. Ach, ey. Nehmen wir hier auch einfach die Steine oder vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen anders abgrenzen.
Mit so Dingern hier, die sehen natürlich jetzt in Kanada, sieht alles so ein bisschen nach Herbst aus, ne? Als wäre alles so ein bisschen verdorrt und kaputt. Aber das erwartet man auch irgendwie von Kanada, so ein bisschen. So, da kann man dann noch was dazwischen bauen. Dann gehen wir hier den Weg einfach, genau. Das ist es auf jeden Fall. Wie viele habe ich denn jetzt da drüben hingebaut? 3 Stück. Das muss immer ein bisschen... Ja, so. Passt gerade. Das zählt aber auf jeden Fall. Und dann kann man hier noch dazwischen vielleicht so Dinger bauen. Oder auch sowas hier, wenn das nicht... zu groß ist, aber das scheint ganz gut zu passen. Zack. Und dann da noch eins dazwischen. Und da. Und da. So. Und jetzt nehmen wir mal was Schönes, was uns das Update geschenkt hat. Wir haben nämlich auch extra noch Restaurantwände. Irgendwo hier drin. In diesem Klumpert an Sammelsurien. Wahrscheinlich eher hier bei dem Park, ne? Ja. Die Dinger hier. Die kennt man natürlich auch aus Jurassic Park. Und die finde ich, die passen natürlich am besten in so ein schönes Restaurant rein. Das ist auch eine Sache, die mich echt stört. Das macht das Prehistoric Kingdom auch besser. Da könntest du, wenn du Lust hättest, einfach das Teil jetzt hier so mitten reinbauen. Und warum auch nicht? Also warum wird mir das jetzt hier verboten zum Beispiel? Und die updaten ja bei dem Game hier wirklich alles, was sehr, sehr geil ist. Aber da würde ich mir gerne nochmal so ein Update wünschen, dass du auch einfach diese Grenzen wegmachen könntest. Das wäre wirklich geil. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass es auch irgendwie mittig wird. Das heißt, wir haben in der Mitte aber dann noch so eine kleine Lücke. Oh. Aber die schließen wir auch noch mit irgendwas Coolem. So. Ja, das hier so mitten rein ist auch ein bisschen dumm. Wir machen einen Mr. DNS. Bin ich jetzt... Da haben wir noch coole Tische. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Jetzt ist es zu spät. Wir können ja hier einfach noch so einen dicken Busch reinsetzen. So. Dass ich den Baum jetzt mitten in die Flammen reingesetzt habe, das ignoriert man am besten einfach mal. Ist vielleicht gar nicht so schlau, aber... Ihr merkt, der Busch brennt ja nicht, also von daher ist das schon legitim. Aber es stört mich trotzdem. Dann nehmen wir mal was, was einfach nicht brennt. Wie wäre es denn damit? Hm, haben wir irgendeinen coolen Stein? Gibt's coole Steine? Sammelt jemand von euch da draußen Steine? Wirklich Menschen, die Steine sammeln. Und ich finde das voll interessant, weil die halt so übertrieben Ahnung davon haben. Und für mich ist einfach ein Stein. Diese dämlichen Grenzen hier, das ist wirklich dumm. Das ist wirklich blöd. Dann lasst mich nochmal gucken, ob wir da irgendwas Cooleres finden, als da jetzt einfach irgendwas blöd reinzusetzen. Wie wär's denn mit sowas hier? Das würde zumindest reinpassen. Das ist mir ein bisschen zu klein. Bräuchten irgendwas... Oh, Moment. Was minimal größer wäre, aber auch nicht so viel dann davon
an Platz wegnimmt. Ja, okay, das wäre natürlich ganz cool. Das haben wir noch nicht zumindest. Das kann man da hinbauen. Da könnte man sagen, sowas nehmen wir und bauen das dann da an die Seite dran. Dann natürlich nochmal hier die Lichter. So. Setzen wir hier rein und hier rein und hier rein. Und, da müssen wir natürlich ein bisschen weiter ausholen jetzt hier. Nee, das muss ich hier ganz anders machen. Ja, das muss hier relativ mittig gesetzt werden. So. Und so. Und so. Moin Robson, schön, dass du auch am Start bist. Wie geht's dir so? Wieso fängt denn der jetzt immer an, das in diese Farbkorrektur rein zu switchen? Ich will doch einfach nur, dass das irgendwie gerade gedreht werden kann. Und da muss das hier dazwischen und das muss hier dazwischen und das muss hier dazwischen und hier, weil wir jetzt hier aus dem Raster fallen, hier vorne. Nee, sieht doch blöd aus. Wir nehmen wieder die gleichen. Vergesst, was ich sagen wollte. Zack. Zack. Und zack. Und zack. So. Kann man hier ein bisschen was essen. Und da das hier hinten schon abgeschottet ist, sowieso. Ne, hier haben wir jetzt ja eine relativ große Fläche dazwischen. Würde ich sagen, wir machen da einfach nochmal so eine kleine Trennwand hin. Das sind dann quasi die Plätze, die man reservieren kann, um ein bisschen Privatsphäre zu haben, wo sich dann quasi die Snobs zu Hause fühlen. Wäre das... Ah, Moment. Es kann sein, dass ich hier gleich nochmal ein bisschen am Platz arbeiten muss. Dann könnte man das da dran machen. Und das noch da dran. Und dann würde ich aber die Tische und alles hier unten nochmal ein bisschen mehr in die Mitte verschieben. Wenn schon, denn schon. Ja, obwohl die sind jetzt hier oben fast mittig. Merkt man gerade mal, wie unsauber ich die eben gerade noch platziert habe. Dann holen wir uns aber auch direkt andere Lichter. Wenn wir jetzt hier sowieso so einen Special-Raum reinmachen. Dann holen wir uns am besten auch mal irgendwelche fancy Lichter. Da gab es doch vorhin... Springbrunnen ist auch... nicht ganz so schön, glaube ich. No. Der ist auf jeden Fall zu groß. Der ist auch zu groß. Dann bekommen die hier nämlich einfach diese Lichter rein. Aus dem einfachen Grund, dass die Leute, die hier sitzen, was Besseres sind. So. Ja, das wird einfach hier so die Geburtstags-Area, wo dann die Leute irgendeinen Geburtstag der Kinder feiern können oder keine Ahnung was. Wichtig ist nur, dass die ihr Geld hier lassen. Aus welchem Grund auch immer, das ist mir natürlich egal. Okay. Dann machen wir mal einen ganz kleinen Walk-Around-Check und gucken, ob das gut aussieht. Die Umgebung wird nochmal kurz auf Nacht umgeswitcht.
So, und wir gehen in den Besuchermodus. Und gucken mal, wie das Ganze wirkt. Wenn man hier erstmal ankommt, klar, nachts ist halt, da ist das sogar vielleicht noch ein bisschen zu dunkel. Mit den kleinen Lichtchen, aber es ist halt auch nur der kurze Ankunftspunkt hier unten. Dann kommt man eben hier rein, da lang Richtung Schutzbunker, wenn irgendwas los ist. Hier haben wir dann unseren ersten Spot, wo man eben auch drin essen kann. Aber es ist ja draußen warm. Will man ja auch ein bisschen draußen essen. Und dann kann man sich dann hier schön hinsetzen. Oder eben hier hinten in den Bereich. Der sogar noch ein bisschen abgeschirmt ist. Ist doch eine schöne Sache. Gut. Dann kümmern wir uns mal ganz kurz um das Essen hier drin, damit sich dieses Symbol ein bisschen verändert. Was ja auch leider so das Einzige ist, was du hier wirklich verändern kannst. Ne? Das ist das Symbol da oben mit Barbecue. Bänke kannst du, glaube ich, noch außen hinstellen. Oder oben drauf. Fischtank sieht man, glaube ich, gar nicht. Ja. Machen wir so. Gebäudestil. Ah, hier kann man es doch noch ein bisschen anpassen. Minimal halt aber auch nur, ne? Im Jurassic Park Stil. Warum ist im Jurassic Park Stil alles cooler? Ja. Beton. Betonrüstung. Ja, machen wir mal dran. Das hier ist der Eingang vorne im Jurassic Park Stil. Aber könnt ihr mal einen drauf lassen. Oh, Moment. Nee, ich find's mittig fast am geilsten, obwohl das hier auch was hat. Wenn das so ein Stück an der Seite ist. Wir lassen's aber mal in der Mitte. Das finde ich ganz schick. Das nicht, weil da oben kann man da nicht sitzen. Das ist auch doof, das ist auch doof. Das ist auch... ist eigentlich ganz cool. Aber so können halt noch Leute da oben sitzen. Und hier auch, ne? Und ich finde das ganz cool mit diesen kleinen Überdachungen da. Deswegen bleiben wir hier dabei. Schild, Barbecue, Burger, Krabben. Fische, vegan. Salat. Vegan und Salat, ja. Sushi. Obwohl, es gibt hier auch nicht veganen Salat. Verzeiht mir diesen kleinen Fauxpas. Ja, da gibt es doch einiges zum Auswählen. Fleischbuffet. Barbecue wollten wir aber machen, ne? Das bleibt doch jetzt so. So. Das haben wir fertig eingerichtet. Ab geht's zum nächsten. Das hier oben haben wir nämlich auch schon fertig. Da passt ja aber hier von der Aufteilung hier gar nichts mehr, ne? Das muss mehr nach da. Das muss mehr in die Mitte. Und das muss auch ein bisschen mehr hier rüber, dass man das einigermaßen wenigstens zentral hat. So. Was machen wir aus dem kleinen Bereich hier? Was bieten wir da alles an? Heiße Schokolade, Ingwerbier. Was ganz Ausgefallenes. Aber hier kriegen wir jetzt überhaupt nicht die Chance, dass Menschen auch oben oder zumindest drin essen können, ne? Auf dem oberen Dachbereich. Ne. Okay. Dann bleiben wir hier bei Jurassic Park. Da kann man wenigstens irgendwie hochgehen. Da ist zumindest eine Tür. Dachstil bleibt auf jeden Fall bei Holz. Da machen wir das Jurassic Park Ding wieder mit dran, setzen es in die Mitte. Da können wir auch so eine Brüstung mit dran machen oder... Ah! Da machen wir das Ganze doch so.
Das finde ich cool. Das finde ich sogar sehr cool. Kaffee zu mitnehmen, Kräutertee, Kaffee, Limonade, Saft, bla bla. Nee, irgendwas zu essen halt, ne? Barbecue-Burger. Hier können wir einfach mal Seafood draus machen. Machen wir auch. Aber ich will hier drüben dann aber auch dieses Leuchten haben. Warum geht das denn hier nicht? Das hier war das, ne? Jurassic World. Ah, krass. Das hier. So muss die Nummer aussehen. Perfekt. Der Park beginnt langsam Gestalt anzunehmen, ohne dass wir bisher Dinosaurier haben. Hier ist noch Platz für ein bisschen was. Da kommt, was weiß ich, dann noch irgendwas hin. So, und das Ding hier fehlt jetzt noch. Dann können wir ja mal zuallererst gucken, dass wir das einigermaßen anpassen hier. Ändert sich jetzt gar nicht mal so viel. Ich finde das Betonding tatsächlich sogar hier am geilsten. Das Dach bleibt weiter aus. Oh, Moment. Holz mit Treppe. Ah ja. Machen wir Holz mit Treppe. Eingangsbereich machen wir mal extravagant nach rechts. Pflanzen, Deko. Hier brauchen wir aber auch wieder das hier, oder? Das ist ganz cool. Schädeldeko. Nein, wir brauchen hier auch die Bernsteindeko, damit hier alles beleuchtet ist. Kaffee zum Mitnehmen gibt es hier. Wollen wir auch hier mal was für unsere veganen Freunde reinhauen? Oder sollen die einfach das Gras von den vom Boden essen? Ja, machen wir einen veganen Burger hier reinkommen. Wir gehen mit dem Hype mit. So. Dann haben wir jetzt hier natürlich gar nicht mal so extrem viel Platz, um was aufzubauen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich habe jetzt hier auch noch andere Tische gesehen. Und zwar haben wir noch runde Tische. Die da. Und da kann man jetzt was Schönes zusammenstellen. Wir machen das jetzt mal so. Eins, zwei, drei. Dann machen wir hier eins und zwei. Eins, zwei, drei. So. Muss ich erstmal selber was trinken. Und dann bauen wir uns hier mal den Restaurantbereich für das vegane Essen auf. Was natürlich sehr cool ist, da der Essensbereich vom veganen Restaurant direkt neben der Küche vom Fischrestaurant ist. Aber ist halt so. Kommt dir erstmal der Geruch von geschmortem Hummer in die Nase, wenn du hier dein Tofu-Brötchen isst. Tofu-Brötchen. So. Dekoration in diesem Fall kann man auch nochmal ein bisschen variieren, dass das nicht alles gleich aussieht. Man könnte dann einfach hier diese Mauer nehmen. Boah, das hätte eigentlich saugut zu dem Fischrestaurant gepasst, ne? Aber es sind ja trotz allem immer noch Fossilien hier. Das sind ja keine. Dann passt das eigentlich auch hier dran. Wir machen einfach mal jetzt hier so weiter. Das kommt hier an die Seite. Und das kommt da an die Seite. Und das lassen sie mich jetzt aber wenigstens miteinander verbinden in dem Spiel. Das finde ich sehr cool. Ich dachte jetzt nämlich eben gerade schon, dass man das nicht hinkriegt. Aber da stimmt halt was nicht, oder? Das ist ja überhaupt nicht gerade. Ist jetzt hier nur die Frage, warum? Was habe ich denn da anders gemacht als bei dem oben drüber?
das ist minimal. Das kann man, glaube ich, noch gerade so verkraften. Umgebung, nee, Dekoration, da haben wir noch so viel Zeug. Einfach so einen riesen Haufen Scheiße mitten ins Restaurant setzen. Dass man da mal ein bisschen rumgucken müsste, was wir da noch alles hinbauen können. Das finde ich auch nicht schlecht, aber das passt halt gar nicht da rein. Das ist auch viel zu groß. Flugsaurier-Statuen. Boah. Weiß ich halt nicht, ob das jetzt... Was aber auf jeden Fall geil passen würde, wäre das hier. Wenn man eben sagt, okay, die haben jetzt hier an den Tischen keinen Sonnenschutz. Da müsste ich aber allerdings an alle vier Dinger was dran bauen. Das ist auch wieder sehr unklug. Dann nehmen wir einfach die Dinge. Obwohl das auch unklug ist. Im antiken Griechenland galt das als gerade. Das ist auch wieder richtig. Du hast auf jeden Fall, du hast durchschaut, das stimmt. Und das Ganze soll ja auch so einen kleinen griechischen Look haben, auf jeden Fall. Naja, passt das doch super geil. Einfach so ein Öltank noch mitten reingesetzt. Optimal. Was macht man denn hier noch so wirklich rein, was da einigermaßen passt? Sowas würde irgendwie reinpassen, aber auch diesen so riesengroß einfach. So ein Turm? Ja, das kann man reinmachen für die Kinder. Komm, das ist so ein Kinderspielturm. Da können die Kinder reinlaufen, das ist doch eine ganz schöne Sache. Gut. Dann brauchen wir hier erneut Lichter. Und wir greifen natürlich wieder auf die Altbekannten zurück. Und setzen die, zack. Und zack. Neben oder zwischen alle Tische. Obwohl sogar die Wände sind beleuchtet, sehe ich gerade. Das müsste hier drin eigentlich so ultra hell sein. So. Ist doch ganz cool. Jetzt haben wir schon mal drei verschiedene Restaurants, die man hier besuchen kann, wenn man hier reingeht. Hast du Bock auf Barbecue? Dann gehst du eben hier rein. Da hinten noch mit separatem Areal. Da kannst du dann gleich erstmal das Essen wieder rauslassen, wenn es vielleicht nicht ganz so gut gewesen ist. Wir sind immerhin hier auch in Kanada. Und dann kannst du hier rüber gehen. Hier gibt es dann vegane Burger aus Tofu. Ja, da hast du dann so ein bisschen griechische Optik. Ich muss hier aber den Rasen noch wegmachen, fällt mir gerade auf. Oder du gehst hier drüben ins Fischrestaurant und da hast du dann eben hier den Klassiker, der inzwischen wirklich am lamesten aussieht, finde ich. Das sieht inzwischen echt extrem langweilig aus. Da gehen wir, glaube ich, auch gleich nochmal kurz ran. Lass uns erstmal ganz kurz hier den Boden ein bisschen wieder ein bisschen sandig machen. So ist das schön. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir jetzt hier allerdings gar nicht mehr. Ich mach mal kurz wieder Licht an, dass wir am Tag auch was Schönes sehen. So. Was machen wir jetzt damit, ist die große Frage. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich auch nicht vorgehabt, die anderen Dinger jetzt so aufwendig zu bauen. Aber ich finde halt, dass gerade das Ding hier recht geil aussieht. Im Dunkeln zumindest, im Hellen. Eher nicht so. Aber das hier ist zum Beispiel auch im Hellen ein ganz schöner Hingucker. Und das hier ist eben einfach nur so... Ja, ist halt ein Stein draußen, da. Ist so uninspiriert. Was haben wir denn noch für Optionen bei der Deko, was man da noch hinmachen könnte? Ne, das Zeug nicht.
Ja, das ist auch alles Quatsch. Das sind eigentlich die guten Deko-Sachen. Man könnte höchstens sowas noch außerhalb hinbauen als Abdeckung. Man könnte auch sagen, okay, das ganze Teil hier wird von so Springbrunnen ummantelt. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Da bleibt uns nicht mehr allzu viel übrig. Ha. Ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das Ganze bleibt einfach mal relativ so. Dann haben wir eben hier noch eine Seite, die jetzt eben nicht so komplett... Naja, ich sag mal, mühevoll gestaltet wurde. Aber vielleicht kriegen wir ja wenigstens noch mit den Steinen irgendwie eine schöne Konstellation hin. Den gerade mal raus. Den gerade mal raus. Dass man eben auch einfach sagt, okay, wir machen hier hin. Eins, zwei, drei. Und dann aber auch hier hin. Moment, das muss... Ein bisschen Platz in der Mitte brauche ich schon. Dann kann ich da nämlich noch irgendwas Cooles draus machen. So. Ja, das hält jetzt der andere Stein im Weg. Okay. Jetzt sind wir wieder im Rennen. Dann könnte man nämlich die Dinger hier irgendwie an die Seite dran bauen, dass die irgendwie, was weiß ich, wofür verantwortlich sind. Schatten machen. Ja. An Orten, wo man eher keinen Schatten braucht. So. Na komm. Nee, es ist, glaube ich, wirklich mit der Maus manchmal ein bisschen einfacher. Trotzdem finde ich die Steuerung hier mit dem Controller echt ganz geil umgesetzt. So, jetzt haben wir das dann da außen rum. Jetzt will ich es hier auch gar nicht so übertreiben mit irgendwelchen anderen Faxen noch. Dann haben wir jetzt eben hier ein Restaurant, das dann noch ein bisschen offener quasi ist, mit ein paar Lichtern außerhalb. Und dann haben wir hier das komplett abgesperrte und dann haben wir hier noch das da. Man kann höchstens nochmal gucken, dass wir vielleicht irgendwie noch kleine Pflanzen da mitten reinsetzen. Für den Jurassic, das ist geil. Das Ding ist geil. Für den Jurassic Look. Genau, irgendwie solche Pflänzchen noch. Nur noch irgendwas Schöneres vielleicht. Oh nee. Das ist ein bisschen zu wuchtig. Ja, ist wieder nah am Feuer dran, ich weiß, aber das müsste vom Abstand her trotzdem passen. Da sollte schon nichts anfangen zu brennen später. So, das wäre also auch hier mit drinnen. Naja, ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber
Ja, einfach, dass da halt irgendwie so ein paar Pflänzchen noch mit drin sind. In dem einen oder anderen Bereich. Gerade hier sieht es sonst ein bisschen zu trocken aus. Nee. Entweder zu klein oder viel zu groß. Es gibt keine perfekte Größe. Was ist denn das hier? Ui. Das gefällt mir gut. Ja, das Ding ist geil. Mal ein bisschen versetzt hier noch. Aber nicht so blöd spiegelverkehrt. Muss schon in irgendeiner Form natürlich aussehen. So, das gefällt mir gut. Die finde ich geil, die Bäume. Was ist denn das für ein Baum, ey? Ich will irgendwas Normales machen, mit einer normalen Größe, was man hier reinsetzen kann. So ein Kaktus passt natürlich auch hier rein und am besten genau neben den Kinderplatz. Dass die Kinder, wenn sie nämlich mal nicht gerade auslaufen, einfach mit Anlauf in diese Stacheln reinfallen. So. Ich suche übrigens auch gerade einfach nur Pflanzen aus, die hübsch aussehen und die eventuell giftig sind. Das, was auch schon Hammond damals gemacht hat. Aber das war ja nicht der Problem des Parks später. Das heißt, giftige Pflanzen in Räume zu stellen, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Mal denn da? Die sind auch alle so extrem winzig. Das hier ist abgefahren. Ja, das sind aber zwei verschiedene. Das passt schon mal nicht. Gut. Bin ich zumindest gar nicht mal so schlecht. Ich werde aber noch irgendwas hinbauen müssen, dass man das irgendwie so... Ah, da haben wir doch was Schönes. Dass man das beim Durchgehen quasi ein bisschen abgeschirmt hat hier alles. Und ich mag ja tatsächlich auch Pflanzen im Garten als Sichtschutz. Mehr als Zäune und so ein Kram, ne? Wir haben uns jetzt zwar bei uns für den Garten auch einen Zaun bestellt, beziehungsweise da kommt noch ein Zaun hin, aber auch nur, weil so Pflanzen als Sichtschutz ist halt echt extrem aufwendig zur Pflege. Und vorher hatten wir im Garten Thujas gehabt. Und Thujas, es ist wirklich, wir haben die nicht verrecken lassen, es war der Vorbesitzer gewesen, der hat sich halt hier um den Garten gar nicht gekümmert, aber Thujas, ich kenne es von meinem Bruder auch, der hat die auch im Garten stehen, die fangen so von innen heraus an zu verdörren. Und das merkst du dann erstmal gar nicht. Und dann, wenn du es merkst, und die fangen dann langsam auch an, von außen braun zu werden, dann ist es schon zu spät. Die Dinger sind auch sauteuer. Zumindest in der Pflege. Wasserkosten und der ganze Kram. Kriegst ja nichts mehr geschenkt heutzutage. Außer auf meinem Kanal, da ist der Content komplett kostenlos. Also lass ein Abo da. Das war eine Überleitung. Das hier im Weg. Ich könnte auf jeden Fall im echten Leben, könnte ich niemals irgendwie eine Art von Gestaltung machen.
Nee, ich würde einfach ständig wieder irgendwas abreißen müssen, weil ich nicht alles von Anfang an durchdacht habe. Aber das muss auf jeden Fall weg. Das muss auch weg. Das stört. Wir müssen ganz kurz auf Sicherheit verzichten, weil ich hier Busch brauche. Und Prioritäten müssen gesetzt werden. So. Och Mann, ey, je mehr ich jetzt das Restaurant und das hier weiter aufpimpe, umso beschissener sieht das hier einfach aus. Das ist halt echt... Keine Ahnung, ey. Als wäre es von Colin Trevorrow gemacht worden. Ja, okay, der war vielleicht ein bisschen hart, aber trotzdem sieht es nicht schön aus. Man kann das auch nochmal mit Busch ein bisschen abgrenzen, aber ich glaube, dass Busch das auch nicht mehr sehr viel schöner macht. Obwohl, Moment. Vergesst, was ich gesagt habe? Na, da passt jetzt nichts mehr hin. Obwohl, der Busch ist halt dann ein bisschen auf der Bank mit drauf. Aber das ist ja in echt auch so. In vielen Parks wird da auch einfach drauf geschissen. Hat jetzt so ein bisschen so ein Biergarten-Flair, ne? Ich glaube, hier gehen die ganzen Malle-Urlauber einfach dann essen. Aber die sollen ja auch einen Platz in meinem Park haben. Von daher passt das auch schon. Gut. Busch macht alles schöner. Jetzt gefällt mir das hier nicht mehr. Aber sonst kommen wir gar nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir den Park hier langsam mal ein bisschen aufbauen. Gut, das Besucherzentrum haben wir jetzt hier. Ich würde sogar sagen, dass es Sinn machen würde. Ah, nee, komm, die Restaurants lassen wir erstmal jetzt in Ruhe. Ich wollte gerade nämlich sagen, dass wenn man im Restaurant selber hinten dran ein Fenster macht oder ähnliches und dann auf so ein Dinosauriergehege schauen kann. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Sind die größer als die Hecke? Nee, ne? Ah, schade, ey. Das wäre auch noch ganz cool gewesen. Ja. Das kann man jetzt komischerweise relativ nah hier reinbauen. Das ist sehr cool. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Moment. Haben wir hier auch irgendwas wie so Flutlichter, die von unten nach oben leuchten? Gibt es da irgendwas in dem Spiel? Ja, natürlich mal wieder nicht. Das hier würde wohl am ehesten rankommen, weil das ein bisschen nach oben geneigt ist zumindest. Ich weiß aber nicht, wie stark das Ding leuchtet. Das hier würde passen. Das kannst du wieder nicht benutzen, weil es nur für die Lagune ist. Hm. Auch für die Lagune. Ja, man probiert es einfach mal damit aus. Dass sie irgendwie einen Effekt hat im Endeffekt oder nicht. Das sehen wir dann gleich. Na, wahrscheinlich eher nicht. In dem Besuchermodus, das wirkt schon relativ cool. Ein bisschen creepy vielleicht, weil das einfach ein Totenkopf, ein Skelett-Dino ist. Aber ich will mal schauen, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier wirklich die Umgebung mal auf Nacht schalte. Ja. Hat nichts gebracht, ne? Nee. Das kannst du leider echt vergessen.
Wahrscheinlich gibt es hier sogar irgendwas, was das Ding beleuchten kann. Ich meine, der ist ja sogar von unten noch beleuchtet, sehe ich gerade. Aber es reicht halt eben nicht für die Nacht. Sind die Dinger hier beleuchtet? Aber das ist auch dumm, die außerhalb hinzustellen. Das hier ist beleuchtet. Ja. Da brauchst du wieder Wasser dann dafür. Schönen guten Tag, Sky Baryon. Schön, dass du am Start bist. Ich hoffe, du bist fit und dir geht's gut. Und ich suche jetzt hier gerade mal Ach! Ja, Moment. Das sieht zwar nicht so cool aus, weil du diesen Turm sehr wahrscheinlich auch von außerhalb dann sehen wirst, aber der beleuchtet wirklich das gesamte Skelett. Passt. War es auf jeden Fall schon besser als eben gerade. Du erkennst auf jeden Fall hier schon mal, dass da ein Dinosaurierkopf rausguckt. Ist eine coole Sache. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier aber auch nochmal ein paar Lichter hinmachen zu den Dinosaurier-Skeletten. Und dann nehmen wir doch einfach dieselben nochmal. Nur mal zu gucken, ob das gut aussieht. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Dass du aber halt wenigstens hier Licht hast, wenn du den Park betrittst. Ja. Ja. Definitiv. Danke, ja. Alles gut. Hoffe, dir selbst geht es auch gut. Mir geht es auf jeden Fall gut, ja. Ich habe hier wunderbaren, inzwischen eiskalten Kaffee. Ja, der ist schon ziemlich geil. Und ansonsten bauen wir gerade unseren perfekten Jurassic Park auf, beziehungsweise wurde der Name Jurassic Leaf für diesen Park hier bestimmt. Was ich einen sehr schönen Namen finde. Was wollte ich denn? Achso. Wieder Licht anmachen. Ja. Dann haben wir jetzt das hier auch abgehakt und begeben uns dann jetzt mal hier an diesen Part. Vom Park. Ich will allerdings hier an die Seite noch irgendwas dran machen. Das soll nicht so nackt aussehen. Da würde ich einfach sagen, fangen wir jetzt mal an, den Park hier so ein bisschen spannender zu machen. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Sowas zum Beispiel hier. Wenn erstmal so Ausstellungsstücke kommen. Das ist mir zu klein. Hier von so einem T-Rex-Transport-Dingensbummens. Genau. Und dann kann man natürlich auch da direkt dann mal oben dran ein Schild setzen. Tyrannosaurus Rex. Gehegeschild zwar, ja, aber wir nehmen das natürlich jetzt hier mal als Informationsschild. Dafür, dass die Leute dann eben auch hier erfahren, okay, dieses Ding hier ist für den T-Rex gedacht. Haben wir denn hier? Pteranodon Show, Mosasaurus Show, Jurassic Park. So ein Schild brauche ich noch, genau. Ah, Moment, das ist ja noch cooler. Kann man sowas noch da dran bauen? Geht es? Ja. Das ist cool. Ja, das Spiel hat zwar verschenkte Möglichkeiten oder verschenkte Chancen, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man das eigentlich alles ganz gut wieder ausgleichen.
Jetzt geht's hier wieder los, dass es nicht genau akkurat passt, aber das ist ja auch nur dafür da, dass man eben weiß, dass man das hier nicht zwingend betreten darf. So. Wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal einen anderen Boden, aber diesmal nehmen wir keinen Sand. Das hier müsste eigentlich Betonboden werden. Pelz haben wir höchstens. Ja. Das geht auch. Als Ausstellungsstück. Ich habe jetzt eigentlich gerade noch eine Idee gehabt, die ist aber, glaube ich, ein bisschen unklug. Dass man jetzt hier bei der... Ja, bei der T-Rex-Transportbox noch das Skelett eines T-Rex mit dazu stellt. Aber glaubt, der ist zu groß für die, zu groß für die Transportbox. Na, ja, gut. Sieht trotz allem besser aus, als es einfach leer zu lassen. Stellen wir das mal noch ein bisschen mehr hier vorne dran. Und das Schild hier. Obwohl, das Schild ist halt irreführend, ne? Es ist ja nicht einfach nur eine T-Rex-Transportbox. Das ist ja wirklich eine Alpha-Predator-Transportbox, also für große Dinosaurier. Das heißt, wir nehmen da am besten mal irgendwie ein Schild oder sowas dazu. Auch so mit einem Jurassic Park Zeichen dran oder irgendwas. Das hier sieht cool aus. Ja, das kann man dann aber auch einfach hier so an die Seite dran machen. Jurassic Park. Ja, und so Infoschilder fehlen hier auch noch. Nochmal ganz kurz. Ey, das Prehistoric Kingdom, das Spiel, da kannst du dir einfach so Schilder selber erstellen, wo quasi dann draufsteht, was du da siehst. Meistens eben Dinosaurier. Das fehlt hier halt auch noch komplett, leider. Da, das wäre noch geil. Jawoll. Okay. Das ist offiziell der größte Baum der Welt gewesen eben gerade. So als kleine Überdachung. Ich finde es nicht schlecht. Nur ist jetzt der T-Rex verdeckt. Ne, nochmal zurück. Na okay, er ist vielleicht doch einfach ein bisschen zu groß, der Baum, ne? Machen wir den mal ganz kurz da raus. Nicht schon mal ganz unten hier eigentlich gewesen? Ich habe immer vorher aufgehört zu gucken, glaube ich, ne? Ja, die kannte ich nämlich noch nicht. Doch. Ja, waren auch schon da. Ist halt geil, aber er ist halt einfach viel zu groß. Kriegen wir noch irgendwie was Gescheites, etwas Kleineres dahin? Das da ist auch wieder ein bisschen zu viel des Guten. Das würde höchstens hier hinten hin passen. Aber machen wir das einfach mal so. Genau. Und dann setzen wir hier noch ein paar Lichter rein. Ja, die fand ich ganz gut, aber die passen wahrscheinlich jetzt... Doch, die passen dazwischen. Geil. Perfekt.
Okay. Dann machen wir das hier mal raus und bringen das ein Stückchen darüber. So haben wir das jetzt hier. Schön abgesperrt noch alles. Gefällt mir ganz gut. Dann haben wir hier unser Besucherzentrum und damit ist diese Straße auch eigentlich fürs Erste soweit fertig. Das hier kann man noch... Kann man noch ein bisschen komisch finden. Leckt das Spiel hier gerade ein bisschen. Beziehungsweise der gesamte Stream. Es müsste sich gleich wieder fangen. Jetzt müsste es wieder richtig gehen. Es gab eben gerade ein... Einfach komplett ein Internetabsturz. Jetzt muss die Codierung erstmal gerade wieder reingreifen. Es müsste aber gleich wieder stabil sein, der Stream. Keine Ahnung, was da eben gerade los war. Jetzt müsste es wieder gehen. Jetzt scheint alles wieder zu laufen. Dann könnt ihr mir mal in den Chat reinschreiben, wie es bei euch jetzt aussieht. Aber jetzt habe ich zumindest hier keine Störung mehr angezeigt. Gut, gehen wir jetzt mal über zum ersten Gehege eines Dinosauriers. Ja, wir arbeiten mit den dicken Wegen. Wir nehmen die jetzt mal komplett mit hier rüber. Funktioniert wieder, alles klar. Ja, keine Ahnung, was da eben gerade los war. Ich habe jetzt hier wieder auch stehen, 10.000 Kilobits, eben gerade waren es einfach nur 24. Da ist irgendwas hier extrem abgeschmiert. Aber ich lebe auch auf dem Land, also wenn es hier anfängt zu regnen... Ist hier dann meistens ein Stromausfall. Wahrscheinlich wird da irgendwo, keine Ahnung, was passiert sein. Wind. Oder so. So, haben wir jetzt hier zwei identisch lange Wege? Ja, das sieht gut aus. Okay. Diese beiden Wege jetzt hier. Wir werden auf jeden Fall hier Dinosaurier schon mal hinstellen. Allerdings nicht jetzt wirklich... Bahnbrechende Dinosaurier, denn die kommen nämlich erst gleich hier hinten. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier noch was dran setzen und dann werden die Wege von ganz hier hinten, nee, nicht so rund, sondern wir werden die schon... du kannst hier aber auch keine Winkel sehen, ne? Das ist auch ein bisschen doof. Kann man das so bauen? Oder gehe ich dann an das Besucherzentrum dran? Nee, es scheint zu funktionieren. Das scheint zu funktionieren. Na, man muss sich nur zu helfen wissen. Okay. So. Ah, er kann nicht diesen einen Friemel hier wegmachen. Das ist ja auch wieder... Manchmal ist das Spiel echt nervig, ey. Ich dachte, ich habe jetzt gerade hier voll die clevere Idee gehabt, um hier wirklich den Weg jetzt hier... Menschenskinder, ey. So. Und dann bekommen wir nämlich hier quasi jetzt den Eintritt in den Park.
Auf dem Land ist eh alles anders, ja, tatsächlich. Obwohl ich habe hier tatsächlich besseres Internet, wenn es läuft, als ich noch in Richtung Frankfurt gewohnt habe. Aber auch weil hier wirklich direkt um die Ecke ist, nicht allzu weit weg, ist direkt ein Vodafone-Mast. Und wir haben halt hier jetzt Vodafone, was hier dann auch anbietet. Das heißt, hier läuft die Sache. Ich streame auch inzwischen über WLAN. Also ich habe kein LAN-Kabel mehr angeschlossen oder sowas. Was vielleicht auch eben gerade für diesen Abbruch gesorgt hat. Das kann ganz gut sein, aber trotz allem klappt das hier echt gut. Wo war das denn nochmal jetzt gewesen? Bin ich bescheuert? Bei der Deko, ne? Ja. So, das haben wir ja schon gebaut in den Anfang. Und jetzt bauen wir das hier hin. Denn jetzt können die Leute hier endlich den Jurassic Park betreten, beziehungsweise Jurassic Leaf. Nur haben wir eben noch keine Rechte an dem Namen, deswegen bleibt das erstmal noch bei Jurassic Park. Zumindest hier auf dem Schild. Obendrauf, genau. So. Ja, wie wir das jetzt hier am besten dann noch ausbauen, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Wir können auf jeden Fall mal ein bisschen Wasser hier reinbauen, finde ich. Zumindest das, was wir an Wasser bauen können oder reinsetzen können. Und das Besucherzentrum hat auch immer so einen kleinen See. Eigentlich hat er vorgehabt, aber da haben wir jetzt hier eben keinen Platz. Ja. Erneut werden uns hier riesige Grenzen gesetzt, aber das müsste jetzt so einigermaßen gut aussehen. Dann brauchen wir aber noch ein paar Pflänzchen, die wir hinbauen, aber die will ich dann auch wieder von der Dekoration nehmen. Und zwar von hier oben, genau. Na komm, so. Und so. Und dann machen wir da noch einen hin vor die Treppe. Die Treppe überspringen wir dann aber und setzen dann hier noch einen dran. Das ist wieder alles nicht gerade, da könnte ich doch kotzen. Eins und ja, zwei. Und drei. Ja, den hat sie ein bisschen aus der Bahn gehauen irgendwie, aber da ist auch der Weg, glaube ich, einfach nicht gerade genug. Nee. Kriegen wir hier noch? Geht auch nicht. Du kannst nicht mal. Ach, wie blöd ist das denn jetzt, ey? Dann müssen wir das anders machen. Dann machen wir das einfach mit der Umgebung selber. Und verändern dann da eben einfach die Farbe, zumindest hier vorne. Dass du dann hier das Gefühl hast, du könntest da wenigstens hoch. Wenn die dich da schon keinen Weg reinbauen lassen. Was für ein Bullshit, ey. Das ist ja echt Kappes. Vor allem hier an den Seiten, was ist das überhaupt für eine blöde Idee gewesen, dass man die Eingänge hier in die Seiten reinmacht? Hier ist der Eingang. Nicht hier.
Da hat sich jemand nicht allzu viel bei gedacht. Okay. Ach Mist, jetzt passt es da nicht hin. Aber hier passt es auf jeden Fall rein, wenn ich es nah genug hier dran baue. Nah genug, ne, ist wieder zu nah. Und hier auch. So, da müsste ich jetzt ja die anderen beiden Dinger hier nur noch ein bisschen weiter wegziehen. Nein. Da müssen wir hin. So. Ja, das sollte passen. Aber auch gerade so, ey. Mann, sind das bescheuerte Grenzen, die hier reingehauen wurden. Das ist ja wirklich unterirdisch. Und Papa Carter, schön, dass du am Start bist. Wie geht's dir so? Wie ist das Wertebefinden? Ja, dass man das quasi auch von der Weite schon sieht, dass da das Besucherzentrum ist. Ist noch nicht ganz so geil, wie ich es mir eigentlich... Oder ja, fehlt mir irgendwie noch ein bisschen was. Aber an der Deko wurde ja hier Gott sei Dank nicht gespart, ne? Das ist eine sehr positive Sache an dem Spiel. Dekoration finden wir wirklich ohne Ende. Wir könnten jetzt sagen, dass wir einfach auch hier so tun, als wäre das Besucherzentrum noch nicht fertig gebaut. Wie im Film. Aber ich glaube, da gibt es noch ein paar schönere Sachen, die man irgendwie dran setzen könnte. Lichter sind eigentlich nie verkehrt, ne, gerade für nachts. Mr. DNS könnte die Leute im Besucherzentrum, oh Mann, vor dem Besucherzentrum begrüßen. Da ist ein Baum. Hm, schade. Oh, das mit dem Bernstein wäre eigentlich gar keine dumme Idee gewesen. Gerade beim Besucherzentrum macht das halt total Sinn. Da habe ich jetzt aber nicht dran gedacht. Obwohl, hier ist ja auch noch ein Eingang. Da kann man das eigentlich mal hier an den Eingang dran setzen. Der jetzt hier komischerweise einfach an der Seite ist, aber ist halt jetzt so. Und dann kann man das ja an beide Seiten mal dran machen. Ein bisschen zumindest. So. Ja, soweit gut. Am 25. ist die OP und meine Drähte in der Hand wieder zu entfernen. Oder hast du etwas gegen Mods? Was? Es gibt einen Mod. Achso, da meinst du, da bist du gerade. Der die Baukünste. Ah, das gibt's wirklich. Das habe ich nämlich vorhin ganz kurz auch nochmal gefragt. Erstmal, wichtige Frage, was für eine OP? Was ist passiert? Ja, weil du sagst, ein Draht in der Hand. Drähte in der Hand. Oder war die OP nicht schon viel länger? Ich erinnere mich da ganz grob an was, glaube ich zumindest. Wenn du das warst. Und aber ich spiele das Ganze halt auf der Playstation, ne? Ich glaube, da ist es ein bisschen schwerer mit Mods zu installieren. Beziehungsweise geht das hier gar nicht, glaube ich. Bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Oh, aber diese Begrenzungen sind halt wirklich lästig. Da hat sich das Game keinen Gefallen mitgetan.
Okay, wir brauchen auf jeden Fall in Zukunft hier noch wesentlich mehr Bänke, ne? Aber an sich habe ich gegen Mods nichts, nein. Nur wie gesagt, auf der Konsole ist das, glaube ich, nicht möglich. Es gibt nämlich auch noch einen sehr, sehr coolen Mod, da kannst du Godzilla in den Jurassic Park oder eben in deinen eigenen Park reinbauen. Aber den gibt es leider auch nur auf dem Computer. Wurde mir zumindest gesagt. Und Konsolen sind ja eh dafür so ein bisschen berühmt-berüchtigt, dass sie da einfach so krasse Einschränkungen haben. Was ich aber auch nicht ganz verstehe. Ich liebe ja bei Call of Duty den Zombie-Modus, ne? Das ist einfach, ja, Wellen von Zombies überleben, eigentlich relativ simpel und plump. Aber macht einfach Bock. Und da hast du auf dem PC, kannst du da auch von Fans selbstgebaute Karten benutzen. Das heißt, da haben Fans zum Teil Jurassic Park nachgebaut als Map oder ähnliches. Und da hast du über 3000 Maps zur Verfügung. Komplett kostenlos. Auf der PlayStation gibt's das einfach nicht. Und ich finde das so dumm, dass die das nicht irgendwie einfach auch freigeben dafür. Das ist richtig, richtig dämlich. So, machen wir das Ding nochmal ein Stückchen zurück. Aus irgendeinem Grund konnte ich dann nämlich eben gerade keine Bank davor setzen. Was ist denn aber das jetzt hier schon wieder für ein... Ne, check ich nicht. Keine Ahnung, was da jetzt schon wieder dazwischen kommt. Ist es wegen dem Wasser? Nee, oder? Das wäre ja saudumm. Achtung. Was ist wegen dem Wasser? Ihr wollt mich doch echt verarschen, ey. Ich würde zu gern wissen, was man sich dabei denkt, einfach diese Barrieren da einzubauen. Okay. Da machen wir es eben so weit, wie es geht und haben jetzt da unsere Bänke. Joa. Da haben wir eh noch ein bisschen Ausbaumöglichkeiten, hier auch hier vorne eben noch in dem Park an sich. Handgelenk gebrochen bei der OP, da kamen Drähte rein, um das Handgelenk zu stabilisieren, um den Bruch bei der Heilung zu unterstützen. Am 25. kommen die halt wieder raus. Ja, okay, krass, ja. Ja, das ist ja schon bald, ne, der 25. Was haben wir denn heute? Den 19. Ist gar nicht mehr lange hin. Ja, dann dir auf jeden Fall eine gute Besserung. Und wenn die Drähte aber wieder rauskommen, wie ist denn das? Da wird es aber vorher nochmal geröntgt wahrscheinlich, ne? Dass die auch wirklich gucken können, dass da auch alles wieder richtig verheilt ist. Ich habe das mal im Unterkiefer habe ich das mal gehabt. Weil ich habe früher so einen leichten Überbiss gehabt. Und da hat dann der Arzt gesagt, also der Kieferorthopäde, das kann zu Problemen führen, wenn das weiter wächst eben. Erstmal sieht es halt auch scheiße aus und außerdem hast du halt dann einfach Kieferprobleme. Und da musste das operiert werden. Da haben die mir quasi hinten von innen alles vom Mund, haben die mir Knochen hinten rausgefräst, den Kiefer wieder nach hinten gesetzt und dann habe ich hier überall keine Drähte, sondern so Schrauben drin gehabt. Irgendwo habe ich noch so eine kleine Box mit all diesen Schrauben, ey. Damit kannst du ein Ikea-Regal zusammenbauen. Das war auch krass, ey. Also die Medizin ist wirklich... Das ist schon heftig, was man da inzwischen alles machen kann. Ja, die Freunde sind am Freitag. Okay. Ja, müssen sie auf jeden Fall gucken, ne? Die können ja nicht einfach die Sachen daraus ziehen und dann... Das ist noch gar nicht ganz geheilt.
graust dich schon davor oder denkst du dir, pff, ist mir eigentlich relativ wurscht? So, dann bauen wir jetzt hier das erste Gehege mal an die Seite dran. Was bauen wir denn zuerst? Eine Lagune? Nee. Ich würde sagen, wir fangen an mit einem... einem noch eher etwas harmloseren Dinosaurier. Das heißt, für den T-Rex und den Spino zum Beispiel oder eben auch den Indominus Rex müssen die Leute auf jeden Fall den Park ein bisschen weiter durchlaufen. Die kommen nämlich erst relativ am Schluss dann eben dran. Ach, ich sehe das locker, voll Narkose und ab dafür. Ja, richtig, ist auch richtig so. Ja, das sind ja auch alles inzwischen so richtige Routine-Sachen bei den Leuten, ey. Ein Kollege von mir, der ist da halt bei sowas sehr ängstlich, ne? Sowas kannst du halt Leuten auch dann nur sehr schwer nehmen. Aber der kommt an mit, ja, er hat Angst, dass er jetzt, wenn er eine Zahn-OP bekommt, also einen Zahn gezogen bekommt, dass er bei der Narkose stirbt. Ich denke mir so, ey, Mann. Ja, aber es gab schon mal irgendwo Fälle und da habe ich schon mal von gehört und ja. Sind auch schon mal Leute beim Scheißen gestorben. Und trotzdem musste morgens aufs Klo. So. Das kann man nicht hier gerade dran machen. Doch, jetzt geht's. Ich wollte gerade schon wieder ausflippen, ey. Ist das. Ja, ist einigermaßen gerade. Da machen wir auf jeden Fall aber noch einen Berg in die Mitte rein oder so ein bisschen Steine und Felsen. Das bauen wir auf jeden Fall auch aus. Also die Gehege bauen wir hier genauso krass auf. Krass. genauso aufwendig auf für meine Verhältnisse wie die Restaurants, die wir gerade gemacht haben. Umgebungen. Hier konnte man, glaube ich, auch die Berge da unten. Zumindest so Höhen einbauen. Ich weiß zwar noch nicht mehr, was ich überhaupt reinsetze, aber ich finde, so Höhen gehören irgendwie in ein Gehege rein. Auch ein Gehege braucht einen eigenen Charakter. Und hier machen wir noch so ein paar Tiefen. Geht nicht. Cool. Machen wir das hier mit. Ah, wir brauchen noch eine Brutstation, fällt mir gerade ein. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir das so bauen, dass die Brutstation im Endeffekt eine Touristenattraktion werden könnte. Oder ob wir die einfach irgendwo hier in die Ecke bauen. Nur müssen so Brutstationen in dem Spiel ja auch wieder verbunden werden, glaube ich. Du kannst dir ja nichts bauen, ohne dass du irgendwas mit dem mit den Wegen verbinden musst. Verdammt, nun kann ich nie wieder auf die Toilette gehen. Du kannst doch einfach das Fenster aufmachen und gib ihm. Obwohl, ich wette mit dir, dass sogar schon mal Menschen gestorben sind, als sie aus dem Fenster geschissen haben. Du kannst es halt nicht umgehen. Also, ich glaube, es gibt so inzwischen so ziemlich jeden Unfall mal, der irgendwie passiert ist. Das ist einfach so eine Nahtoderfahrung, wenn du morgens beim Scheißen bist. Ich habe auch öfter mal Nahtoderfahrungen, um ganz ehrlich zu sein. Wenn meine Freundin Auto fährt, das ist total krass. Was will ich denn jetzt gerade bauen? Achso, hier. Nee. Das da. Ah, Moment, das kann man doch aber ganz cool machen. Ich habe eine richtig gute Idee, glaube ich zumindest. Man kann das hier einfach hier so im Wald verstecken, der jetzt auf jeden Fall weggeht. Achtung. Ja.
Und dann verbinden wir diesen Weg aber ein bisschen anders. Wir machen den einfach optisch anders, ne? Sodass Leute einfach merken, aha, hier dürfen wir eventuell nicht langlaufen. Ja, perfekt. Wir könnten da ja noch so einen Baum davor legen, ist ein bisschen blöd, finde ich, oder? Das ist so Videospiel, so Pokémon-Logik. Da liegt ein Baum im Weg, du musst erst einen Zerschneider lernen, um da durchzukommen. Das ist halt wirklich so. Ja, aber da hätte ich mehr Angst vor einer Anzeige. Wenn du aus dem Fenster. Ja. Ja, kann beides passieren. Das Risiko ist da. Es kommt immer drauf an, wie dein Körper mit einem Narkosemittel umgehen kann und wie es dosiert ist. Mittlerweile ist das Wissen um so etwas aber gewaltig gestiegen. Und bei der Voruntersuchung werden Blutproben genommen und genau so etwas auszuschließen. Wenn es nicht funktioniert, dann machen die es nicht. Ja, du Ärzte müssen immer sagen, die Wahrscheinlichkeit ist zu so und so viel Prozent da, dass irgendwas passiert. Als die da meine Kiefer-OP haben, haben sie auch gesagt, so zu 10% die Wahrscheinlichkeit ist da, dass deine Unterlippe einfach für immer taub bleibt. Weil die am Anfang halt taub war aus irgendwelchen Gründen. Und die müssen sowas aber halt sagen, weil du kannst es ja nie 100% ausschließen. Aber ich meine halt einfach nur, wenn jemand schon Angst hat vor einer Narkose bei einer Zahn-OP, dann gehst du aber auch so durchs Leben, glaube ich. Und da sehe ich halt irgendwie so ein bisschen Probleme mit dabei, wenn man vor allem im Leben Angst hat. So. Gibt's ganz spezielle Fälle, gerade bei mir, wie gesagt, im Freundeskreis. Der eine isst jetzt kein Fisch mehr, weil da sind ja Mikroplastikdinger drin. Der hat das Handy nicht mehr mit dabei, wegen der G5-Strahlung, die ihn ja direkt impotent macht. So, da denke ich mir halt, ey, wie läufst denn du durch die Gesellschaft? Also, wie läufst du denn durch die Straßen durch? Da muss ja alles für dich komplett wirr sein. So. Das ist, glaube ich, also ich glaube, noch deutlicher geht es nicht, dass hier einfach kein Zugang ist. Und wenn nicht, würde ich hier einfach noch so eine Mauer mit irgendwie so Scharfschützen hinbauen. Direkt schießen dürfen. Okay. Der Dinosaurier Nummer 1 wird gebaut nach 2 Stunden Spielzeit. Wie cool. Wir fangen jetzt aber an. Und machen erstmal den Filter auf Pflanzenfresser. Denn Pflanzenfresser sind natürlich die Tiere, die einige wahrscheinlich sehr geil finden. Aber ich glaube, die meisten finden die Fleischfresser interessanter. Und deswegen beginnen wir jetzt aber erstmal den Park. Ups. Moment. Mit den Pflanzenfressern. So. Ist nur die Frage, wen wir jetzt zuallererst da oben reinsetzen. Gallimimus, dafür ist das Gehege, glaube ich, nicht gut gemacht. Ein Dryosaurus, die sind sehr putzig, aber auch sehr klein. Aber dann reicht das Gehege auf jeden Fall schon mal aus. Wir nehmen einfach hier mal ein ganzes Paket von Dryosauriern. Großen Hunger, oh Gott, die haben alle irgendwelche komischen Sachen. Angst entsteht immer aus Unwissen. Der Mensch fürchtet nun einmal, was er nicht versteht. Ja, bei vielen Sachen würde ich dir da recht geben. Nicht bei allem natürlich. Also, es ist, ja, es ist, aber doch, großteils würde ich dir da auch recht geben, ja. Uninformiertheit ist dann wirklich schon das A und O bei vielen Dingen, glaube ich, was Angst betrifft, tatsächlich. Ich meine, Flugangst kannst du auch den Leuten nicht unbedingt nehmen, aber auch da sind einfach zum Teil Dinge da, die halt
die wissen Leute einfach eben nicht. So als Beispiel, mein Papa, der ist jahrelang für Lufthansa geflogen. Und der Sohn von meinem Bruder, also mein Neffe, ja, genau, richtig, mein Neffe, der hat keine Angst vorm Fliegen gehabt, aber der war immer so ein bisschen skeptisch, weil sich halt die Flügel außen immer so krass gebogen haben beim Fliegen, ne? Und wenn du halt nicht weißt, warum das so ist, dann kann das erstmal so ein bisschen komisch rüberkommen. Und da hat dann mein Papa ihm damals auch erklärt, dass das so sein muss. Mach dir lieber Sorgen, wenn die Flügel sich nicht hoch und runter bewegen, weil die müssen halt elastisch sein. Und das ist in der Medizin, glaube ich, ganz genauso, dass wenn du einfach Dinge nicht verstehst und nicht hinterfragst oder dich nicht informierst, dann ja, kommt sowas zustande wie Impfungen töten Menschen oder so ein Kram. Was vielleicht schon mal passiert ist irgendwo, das will ich gar nicht anzweifeln, weil wir wissen ganz genau, dass das in einem Ausmaß behauptet wurde, wo es einfach Bullshit ist. Obwohl, wenn ich gerade so drüber nachdenke, weil es ja immer heißt, dass Bill Gates uns mit der Corona-Impfung Chips implantieren wollte, um uns zu kontrollieren. Ich habe kurz nach der Impfung, habe ich mir diesen Rechner gekauft. Oh Gott. Es war ein Witz, ne? Nur falls jetzt jemand sagt, aha. Aha. Es war ein Witz. Den Rechner habe ich schon länger. Das MacBook habe ich mir danach gekauft. So. Das zählt hier schon als Grasfläche. Echt jetzt? Okay. Oh ja, die bekommen mir so einen schönen See einfach reingesetzt, so in diese Kuhle hier. Ja, das ist doch eine ganz geile Sache. Wir wissen, dass dieses Exemplar namens Dryosaurus in den auslagenden Wäldern lebte, die einst den Planeten bedeckten. Vor unserer Forschung gab es keine Erkenntnisse über erwachsene Exemplare. Es gab nur die versteinerten Jungtiere. Doch jetzt sieht das anders aus. Die sind gar nicht mal so extrem klein. Ah, okay. Aber sind putzig. Transport hat begonnen. Die können reden. Oh oh. Es gibt eine Saurierrevolution. Der hat eben gerade was gesagt. In Menschensprache. Ich habe es nur nicht verstanden akustisch, weil er genuschelt hat. Ein Risiko gibt es in allem. Du kannst dir beim Niesen ein Gehirngerinnsel zuziehen. Definitiv, ja. Und daran versterben. Wer Angst vor dem Leben hat, der wird nie glücklich werden können, finde ich. Ja, genau, genau. Aber es ist ja wirklich, ich weiß nicht, das ist ja dann wirklich schon ein extrem krasses Hindernis in deinem Leben, wenn du vor allem Angst hast, oder nicht? Das hindert dich doch in so vielen Dingen. Ja, ist halt, keine Ahnung, was man dagegen machen sollte. Sich informieren ist immer leichter gesagt, aber Leute meinen ja meistens, sie wissen es schon. Deswegen haben sie ja Angst davor. Und da informiert sich dann auch keiner mehr, denn man weiß ja schon, dass das so und so ist. Man weiß vor allem, ey, das ist die geilste Argumentation, man weiß doch. Ja. Oh, man weiß vor allem, dass ich die Steine schon... Ah, die sind ja gar nicht mehr da. Das ist ja hier oben drauf. Auf Umwelt, ne? Kann ich lange suchen. Die bekommen mal ein bisschen kleinere Steine. Weil die auch selber nicht ganz so groß sind, ne? Versperrt, weil da jetzt so ein Vieh landet. Aber die haben auch nichts zu fressen, fällt mir gerade mal auf. Das ist ganz schlecht. Ja, da müsste auf jeden Fall der eine Stein. Dann gucken wir gerade mal. Der ist auf jeden Fall zufrieden.
Was fressen die denn da? Pflanzenfasern und Blätter am Boden. Habe ich ja beides nicht hier drin. Pflanzenfasern. Blätter am Boden, das ist das hier? Und das brauchen sie auf jeden Fall. Und, da kann man noch ein bisschen mehr machen. Komm, wir haben ja noch so viel Gehege hier. Muss man ja nicht mit sparen. Und Pflanzenfasern am Boden, das ist das hier. Ja. Kriegen sie natürlich auch. Ich finde es immer wichtig. Ich meine, gut, dass Zoos an sich jetzt nicht so super geil sind, da müssen wir, glaube ich, kaum drüber diskutieren. Aber dass, wenn da schon irgendwie ein Zoo ist, dass gerade auch Tiere immer so einen Ort haben, wo die mal hingehen können, damit sie nicht angeglotzt werden können. So ein Rückzugsort. Und das bräuchten wir eigentlich auch hier. Das heißt, so eine Art von Wald würde ich denen gerne irgendwie reinbauen. Soll ich da einfach einen ganz normalen Wald irgendwie reinsetzen? In die Ecke oder so? Warte mal. Die müssten ja eh genug Pflanzenfasern eigentlich haben. Da würde ich einfach sagen, kriegen die... Das ist ein dummer Wald. Einen schönen dichten Wald will ich einfach haben. Kriege ich nicht. Dafür gibt es Familie und Freunde, die dir durch solche Zeiten vor Angst helfen und einen auffangen. Ja, so sollte es geben auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, auch da gibt es den einen oder anderen, die vielleicht dann nicht so unbedingt das Glück haben. Da haben wir es doch. Machen wir einfach diesen Berg hier. Kann ich ihn noch größer machen? Ja. Okay, das finde ich aber schon mal gut, dass jetzt die Sachen hier nicht verschwinden, nur weil ich die jetzt auf so einen Berg gebaut habe. Aber das sieht doch schon mal relativ cool aus. Okay, dann nehmen wir jetzt mal noch einen Dekobaum, der zwar nichts bringt, zumindest jetzt hier für die Tiere an sich. Aber der das Ganze nochmal ein bisschen verschönert. Haben wir da irgendwie einen schönen Baum? Diese Biosyn-Bäume. Ja. Nö. Aha. Das finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Okay. Na, bei den Bäumen, da hätte ich irgendwie noch ein bisschen mehr Auswahl gewünscht, beziehungsweise gefällt mir einfach nichts davon. Das ist halt so winzig immer, diese. Man kann es trotzdem irgendwie dazwischen setzen, aber es ist. Ja. Okay, du musst da weg, mein Freund. Weiter, 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 weiter und auf geht's. Ja.
kann man, glaube ich, im Grunde so stehen lassen. Ich meine, das ist halt denen ihr Gehege, ne? Die wollen das ja so. Die Tiere, dass dann da eben kaum Wald ist. Ne? Die haben halt mehr Bock auf diesen ganzen Bodenpflanzenkram. Aber ich will das mal noch ein bisschen weiter abschotten, das Gehege. War das das hier gewesen? Nee, die ist zu klein. Irgendwo habe ich so einen Baum gehabt, den ich als Hecke benutzt habe. Sowas hier? Nee. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Die drehen sich jetzt aber nicht automatisch, ne, dass die irgendwie ein bisschen anders aussehen. Das ist jetzt alles sehr akkurat hier. Ist auch scheißegal. Aber trotzdem, jedes andere Ding, jede Lampe dreht sich einfach automatisch nochmal ganz kurz weg. Damit... Und ich muss die wieder hindrehen, damit die nicht... damit die genauso aussieht wie alle anderen Lampen auch. Und das Ding jetzt hier bleibt einfach stur starr. Das gefällt mir wesentlich besser. Gibt es hohes Gras? Nein, nicht ins hohe Gras laufen, wenn du verstehst. Ja, ja, das kenne ich tatsächlich. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Okay, brauchen die jetzt noch irgendwas hier? Die sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Allerdings waren die auch zufrieden, als sie nichts zu fressen hatten. Genau, jetzt haben die ja nämlich hier auch einfach einen schönen Gang. Also da kann man die jetzt hier beobachten. Und hier hinten können sie sich aber auch mal dann zurückziehen im Wasser. Das ist doch eine ganz tolle Sache. Trotz allem, ey, das ist halt hier trotzdem ein Zoo. Wir müssen hier noch so ein Ding reinbauen. Wo man die so richtig krass anglotzen kann. Oder, nee, nicht eine Seilbahn. Beobachtungsplattform. Ist das ein Turm? Einfach nur? Ja. Oh. Aha. Damit nehme ich ihnen jetzt zwar trotz allem wieder genau diesen Punkt, den sie eigentlich haben sollten, um sich zurückzuziehen. Aber... Ich glaube, sonst sieht man die ja gar nicht, ne? Weil da relativ viel dann verschwunden ist. Mit L und R beim Bauen, was? Ist die zufällige Rotation, das kann sein, dass die aus ist, ja? Anscheinend. Weil die sind jetzt hier alle sauakkurat, siehst du es? Hier hat ein deutscher Gärtner die Hand angelegt. Mit L und R beim Bauen drehe ich die automatisch, das stimmt, ja. Mach ich beim nächsten Mal drauf achten. Das kann man jetzt aber erstmal hier so lassen. Okay. Haben wir hier noch irgendwie Schilder? Da gibt es auf jeden Fall viel zu wenig Schilder. Die müssten eigentlich ein Schild für jede Attraktion irgendwie machen. Dass das in irgendeiner Variante überhaupt, ja... brauchbar ist. Was haben wir denn jetzt hier? Ist es einfach nur ein Schild vom Jurassic Park, ja. Dann werden das jetzt hier... Nee, Moment. Was haben wir denn hier noch?
Ach, wie du einfach nichts erkennst. T-Rex-Schild. Brachiosaurus, glaube ich. Mhm. Dann nehmen wir aber einfach diese Jurassic Park-Fahnen hier. Die roten finde ich nämlich eigentlich ganz geil. Werden Ausgangspunkt für die Attraktionen werden im Park. Oder Orientierungspunkte. Ja. Jetzt könnte ich hier einfach auch diese Strommasten darüber bauen, aber ich finde die halt sauhässlich, diese Stromdinger. Nee, mach ich auch nicht. Dann baue ich lieber hier noch so ein Teil hin und gucke, dass das einigermaßen... Ja, viel abdeckt, ist halt auch wieder Quatsch. Aber gut, wir sind jetzt eben im Sandkastenmodus hier. Da muss man jetzt gar nicht mal so ein großes Geschiss machen. Wenn man da 50 von diesen Dingern irgendwo hinbaut. Es würde mehr Sinn machen, das irgendwie so zu bauen, dass alles, was danach kommt, auch noch den Strom abbekommt. Ist doch gar nicht mal so weit. Das ist ja beschiss. Na gut, dann bleibt es eben doch so, dass die Dryosaurier eben dann da unten einen Rückzugsort haben in ihrer kleinen Lagune. Warum nicht? Okay, dann wird es hier aber auch mal wieder Zeit. Gebäude, Kontrollraum, nee. Was wir brauchen jetzt hier sind Toiletten. Die gibt es aber bei den Gästen. Jetzt ist das zu weit weg. Ah, ihr wollt mich doch wirklich verarschen. Okay, wir machen dann das einfach dahin. Und da ist halt wirklich einfach zu wenig Strom. Okay, das. Was ist denn da im Weg? Ah, das Wasser ist da im Weg. Manchmal wirklich ganz seltsam, dieses Spiel. Den Mod gibt's aber jetzt nicht für die Konsole, ne? Da hast du mir, glaube ich, gar keine Antwort drauf gegeben. Wenn doch, habe ich es überlesen. In diesem Fall verzeih mir. Ja. Die Dinger verstecken wir einfach mal im Wald. Und hier ist sowieso schon Schluss mit der Map. Attraktion, nö, das machen wir jetzt erstmal noch nicht hier rein. Ich gehe nochmal kurz auf die Gebäude an sich. Die Gäste brauchen wir jetzt hier wahrscheinlich aber auch nochmal irgendwie was. Hotels muss ich auch noch bauen. Aber Hotels werden auf jeden Fall eine schöne Anlage gebaut und nicht irgendwie so komisch daneben hingerotzt. So ein Ding wollen die also auch noch hier haben. So eine Einkaufsmeile. Die machen wir aber mal ein Stück weiter nach hinten. Ja, und zwar hierhin. Okay, hier konntest du also gar nichts großartig dran setzen. Das bleibt so. Dann nehmen wir das... Ah, das große Jurassic Park Tor. Eingang machen wir mal auf die rechte Seite. Hier ist noch was für die Gäste. Ja, nehmen wir... Moment. Das hier noch für die Gäste obendran. Oh, moderne Leuchten ist auch nicht schlecht. Es muss eben nur irgendwie beleuchtet sein und hier gibt es erstmal Kaffee.
Genau, hier gibt's Kaffee, da ist ein Klo, optimal. Da kann einem also nichts passieren, wenn der Kaffee gerade mal durchschlägt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Perfekt. Zumindest fast perfekt. Irgendwas würde ich hier gerne noch dran setzen. Was haben wir denn noch bei Attraktionen? Das hier kann man nur ins Wasser setzen. Ja, so ein Wassergehege müssen wir auch mal bald beim bauen. Bald bam. Bald dann bauen. Die Jurassic Park Tour. Die bauen wir noch nicht. Oh, Innovationszentrum. Ach, Dude. Warum ist das denn so beschissen aufgebaut, dass da 1000 Wege lang gehen? Nee, dann kommt das aber erst ganz zum Schluss irgendwo hin. Das kommt dann irgendwann... Wir machen es hier dran und dann kannst du halt von hier aus, kannst du dann die Wege ja überall hinbauen. Ja. Ja. Nein, ich habe dir keine Antwort gegeben, weil ich es einfach nicht weiß. Ich arbeite schlichtweg nicht mit Konsolen. Ich arbeite nur per PC. Einzige Ausnahme ist da Dino Crisis für die PlayStation. Okay, verstehe. Ja, ich mische das immer so ein bisschen. Keine Ahnung. Mein PC ist halt... Klar, kannst du immer wieder aufrüsten und den ganzen Scheiß, beziehungsweise musst du halt den PC mal wieder aufrüsten. Und ich bin halt einfach überhaupt gar kein Windows-Fan. Ich finde, Windows ist so... Ja, so komisch einfach zusammengewürfelt. Deswegen, wenn es Games für die Konsole gibt, bin ich da doch eher auf der Konsolenseite. Da ist dann zwar die Grafik vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt auf dem PC, aber wenigstens läuft es da einwandfrei. Ich und meine Bockwurstpfoten, bitte sehr. Ein paar Schreibfehler bitte nach. Was? Bitte sehe ein paar Schreibfehler. Ja, mache ich auf jeden Fall. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen beim Überfliegen. Hättest du einfach mal nichts gesagt, wäre es gar nicht erst durchgekommen. Ja, das, ey, wir bauen jetzt halt wirklich einfach dieses Ding dahin. Du warst denn, bei Attraktionen war das sogar gewesen, gell? Was kann das denn, dass das als Attraktion durchgeht, das Ding? Kann das fliegen? Wir bauen das jetzt mal hier hin und ab da können wir dann eben die 50 verschiedenen Wege in den Park bauen. Zack, zack, an. Dann passt hier auf jeden Fall noch ein schönes Gehege hin, beziehungsweise... Ja, machen wir gleich. Das hier ist auch noch alles viel zu nackt. Also dafür, dass die Straße eben hier noch so relativ belebt ist. Oh, da ist noch was drin. Oh! Huch! Ich hab meine Dinos einfach vergessen. Meine Produkte habe ich einfach vergessen. Was geht denn ey hier? Alter! Okay. Irgendwo fehlt schon wieder Strom, merke ich gerade. Werde ich mich aber einfach mal gleich mal drum kümmern. Hier haben wir jetzt erstmal eine ganz schöne Meile am Anfang, wo man dann wirklich auch ein paar Sachen machen kann. Die Hotels sollten nicht ganz so weit weg sein eigentlich vom Anfang. Dann kann man eben hier lang laufen. Also außenrum halt. Und dann geht's hier in den Jurassic Park mit Dinosauriern, die man dann hier auch schon begutachten kann. Ja, hier ist dann eben wieder alles sehr leer. Ich glaube, ich mache einfach dann hier auch so den Bereich hin, der dann quasi nach da hinten führt. Die Blätter sind dann noch da. Oh. Nee, du kommst von dem Ding hier einfach dann irgendwie hier rüber. Und dann baue ich hier so die Hotelanlagen hin. Da wird hier noch ein bisschen Wasser hinten dran gemacht und dann baue ich da einfach schöne Hotelanlagen hin. Wir haben ja noch ultra viel Platz.
Das Innovationszentrum wird weiterhin als Besucherzentrum aus Jurassic World betrachtet. Auch wenn das nicht wirklich so ganz hin... Ja, das weiß ich das schon, das ist richtig. Aber hier im Spiel halt anscheinend nicht. Weil im Spiel ist das Besucherzentrum nicht unter Attraktion, oder? Nee. Produkt wurde eingesammelt. Das ist hier unter Gebäude, das Besucherzentrum hier. Gilt aber auch nur als Dekoration. Was ist denn das jetzt dann hier? Wenn das als Attraktion gilt, muss das ja irgendwas können. Bestätige Produktzustellung. Eine lehrreiche... Okay, wahrscheinlich kannst du da drin so... Man kann halt nicht reingucken, schade. Das ist so ein Infozentrum wahrscheinlich, wie eben auch im Film. Wo man auch was lernen kann dann da drin, keine Ahnung. Aber da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Der Bereich hier vorne, der kann erstmal so bleiben, großteils. Obwohl ich das hier vielleicht nochmal zubauen würde. Dass man das hier dann wirklich komplett ignoriert oder eben auch einfach nicht sehen kann. Das ist wirklich blöd, ey. Ja, mal gucken, ob es vielleicht diesen Mod irgendwie auch als Download gibt für die Konsole. Wenn nicht, habe das Spiel auch noch auf dem PC zur Not. Dann kann man es auch auf dem PC einfach nochmal zocken. Es geht jetzt einigermaßen so, aber es ist halt total nervig, dass du jetzt hier aus irgendeinem Grund einfach das nicht hier dran anschließen kannst oder da dran. Weil es eben auch einfach keinen Sinn macht, dass das so ist, wie es eben ist. Transportiere Produkt. Ja, transportier du mal das Produkt. Ich gehe so lange noch mal kurz in die Dekorationen rein und guck mal, ob wir noch irgendwie welche Warnschilder haben. Wahrscheinlich gibt es das aber auch nicht hier. Also von den reinen Möglichkeiten, die du hier hast, um den Park an sich zu verschönern, ist das Spiel schon gut, aber Prehistoric Kingdom ist da wirklich um einiges besser. Da kannst du noch so Tattoos an die Dinger dran machen oder so Wandprints irgendwie und alles mögliche. Das haben die hier nie eingefügt. Obwohl die jetzt ja auch schon zigtausend Updates dafür rausgehauen haben für das Game. Das fehlt immer noch. Ein bisschen schade. Bestätige Produktzustellung. So, jetzt sieht das doch wenigstens hier nach Hochsicherheit aus. Möchte ich einfach mal sagen. So. Da könnte man auch einfach ein schönes Tor davor machen, aber lass mich raten, die Tore sind zu groß dafür, ne? Die kannst du da nicht dran machen. Dann würde das Ganze nämlich nicht ganz so seltsam aussehen. Wie wenn da einfach so eine Kiste davor liegt, aber ich glaube, das geht nicht. Da hätte ich es jetzt breiter bauen müssen wahrscheinlich, ne? Wenn nicht, mache ich sie aber einfach zu. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Da ist jetzt der Weg im Weg. Sehr gut. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Es ist wirklich... Oh, der Weg muss da sein. Ja, natürlich. Sonst läuft ja wieder das Zeug. Ach komm, ey. Du musst es ja mit einem Weg verbunden haben. Sonst kann man es ja nicht bauen. Wie blöd.
Das hier könnte man da irgendwie hinsetzen, ne? Das würde, glaube ich, auch so ein bisschen zeigen, ey. Das ist ein Wärmesensor. Er macht wahrscheinlich eher Sinn, weniger Sinn, hier als Blockade hinzustellen. Aber einfach so eine Tür gibt es hier auch nicht, ne? So. Kannst du auch wieder nicht bündig dran setzen. Also wirklich eine Tortur manchmal. Es würde hier einfach so gut reinpassen. Aber nein, man möchte nicht. Einfach mal den Riesenhaufen Scheiße davor setzen. Man möchte nicht, okay. Oh, John Hammond könnten wir aber noch vors Besucherzentrum packen gleich. Ja gut, das können wir höchstens dann so machen. Das sieht wenigstens irgendwie nach was aus. Na, hier ist eben einer dagegen gefahren. Ist jetzt echt nicht so geil. Das wäre viel cooler, wenn hier noch so ein Tor einfach zugehen würde. Aber wir haben jetzt hier zumindest schon mal so ein schönes... Ja, so ein Innenraum. Der muss einfach danach aussehen, dass man eben weiß, okay. Hier ist Schicht im Schacht. Hier darf niemand hier reinmarschieren. Wisst ihr zufällig, ob es... oh Gott, was? Ich meine euch, hihi. Ach so, ihr habt, ach so, der König, ja, jetzt habe ich gerade verstanden, der King ist wieder da. Schön, dass du wieder am Start bist. Es gäbe einen Glitch, wodurch du ein Zauntor auf einen Weg platzieren kannst. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ist jetzt nicht so extrem wichtig. Aber dass man es nicht einfach ausschalten kann, das finde ich halt ein bisschen dumm. Dass du die nicht einfach wegmachen kannst, diese komischen... hier diese komischen Grenzen halt, die manchmal so übertrieben groß sind. Weil warum nicht einfach hier hinsetzen? Warum sagt das Spiel jetzt einfach, das darfst du hier nicht machen? Verstehe ich einfach nicht. Na gut, dann bauen wir aber erstmal alles hier so ein bisschen hin. Ein Wassertank. Ist das ein Wassertank? Ja, ein Wasserturm. Ja. Was ist da? Warum zeigt der nach oben? Lass das. Ja, es sieht jetzt nicht unbedingt einladend aus, ne? Man kommt hier gar nicht durch, oder was? Nö. Ja gut, außenrum kann man halt noch. Ja, das passt hier zu. Machen wir mal jetzt so ein Geschiss deswegen. Okay. Dann haben wir jetzt hier auch schon Besucher. Die dann sehr wahrscheinlich aber auch nochmal... Nee, das wollte ich doch überhaupt nicht. Eigentlich wollte ich nochmal eine zweite Toilette irgendwo hinbauen. Da brauchen die noch eine, tatsächlich. Vorm Besucherzentrum. Dann nehmen wir das jetzt doch mal wieder ein Stück weiter nach vorne. So, und die Dinger werden einfach genauso ausgegrenzt wie das Ding hier. Die werden einfach so mit Bäumen... wieder weggemacht, dann nerven die nicht so von der Optik her. Ja. Im ersten Teil gab es Arbeiterwege, die von den Besuchern nicht genutzt werden konnten. Oh, das weiß ich gar nicht mehr, ey. Beim ersten Teil nur die
Nur die Kampagne gezockt. Mehr nicht. Kann sein, dass die hier aber auch sowas haben. Auf dem PC geht das. Es fragt sich, ob es den Mod auch für die Konsole gibt. Wahrscheinlich nicht. Also ich habe das Game, wie gesagt, für den PC. Da ist das auch noch drauf, aber... Ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ich dafür extra nochmal neu anfangen würde, jetzt hier einen Park zu bauen. Was ja auch Kapp ist. Okay, dann lasst uns hier mal kurz speichern. Neuen Speicherplatz. Und es gab auch keinen neuen Namensvorschlag mehr. Das heißt, wir bleiben bei dem einen Vorschlag, den es heute gegeben hat. Und zwar heißt unser Park jetzt Jurassic... Leaf war es gewesen. Ja. Okay, Platz haben wir halt echt noch unfassbar viel. Also da kann ich jetzt gar nicht, oder sollte ich jetzt hier gar nicht mal mich so auf diesen kleinen Spot jetzt hier fokussieren, obwohl genau diese Dinger hier, diese Pfeilanlagen nennen wir sie einfach mal, weil es eben aussieht wie ein Pfeil, die baue ich wahrscheinlich einfach an jede Ecke dran. Einmal hier noch eine, einmal da noch eine und eben einmal da noch eine. Und dann geht der gesamte Park von außerhalb immer so in die Mitte. Das heißt dann von hier langsam irgendwie dann nach da und in der Mitte ist dann eben das große Gehege vom Mosasaurus oder so ein Kram. Das wäre, glaube ich, ganz cool von der Optik her. Hat er jetzt auch gespeichert? Ja. Gut. Sehr schön. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, sind wir heute durch mit Jurassic World Evolution 2. Und sehen uns dann wieder heute Abend gegen 18 Uhr. Hier auf Twitch, wo wir uns dann den Chinese Trailer zu Godzilla Kong nochmal anschauen und da einfach dann nochmal haarklein drüber reden, was wir da eben alles sehen. Wir nehmen wirklich jede Szene nochmal auseinander, die wir dann da eben vorfinden. Es wird noch ein Video geben zu Tiamat wahrscheinlich. Das ist ein Spoiler-Video. Tiamat wurde jetzt eben auch schon geleakt. Das ist ein Kaiju oder ein Titan, mit dem es einiges auf sich hat. Also der ist für Spoiler gedacht eigentlich, dieses Vieh. Da wird es noch ein Video geben und dann kommt der Film auch schon im Kino. Dann ist die ganze Vorphase jetzt eben auch dann vorbei zu Godzilla Kong. Und ja, da würde ich einfach sagen, sehen wir uns heute Abend wieder oder eben auch nicht, je nachdem, ob ihr Zeit und Lust habt. Bis später. Macht's gut. Ciao, ciao.